Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier wird das Read With Me zu einem Buch von meiner Queen. Und zwar meiner Meinung nach eines der besten Bücher, die meine Queen je geschrieben hat. Und zwar Rebellion von Jennifer Armentrout. Und oh mein Gott, dieses Buch war einfach nur genial. Das ist der zweite Teil der Spin-off-Reihe zur Lux-Reihe und es war episch. Es war einfach nur episch und meiner Meinung nach eines der besten Bücher, die meine Queen je geschrieben hat. Und ich bin wieder mal nicht im Fokus. Warum? So, jetzt bin ich. Und ja, ich habe so ein bisschen darüber geredet und es war einfach nur fantastisch. Es war episch. Jede einzelne Seite in diesem Buch ist einfach nur genial oder traurig oder romantisch oder episch oder dermaßen spannend und oh mein Gott. Einfach das ganze Buch ist so dermaßen genial. Und die Geschichte nimmt Ausmaße an. Das ist unglaublich. Und diese Reihe wird ja 5 oder 6 Teile haben. Oh mein Gott. Wenn diese Geschichte im zweiten Teil schon solche Ausmaße annimmt, wie wird das wohl in den nächsten Bänden? Und ach Gott. Ich habe Evie wieder geliebt. Ich liebe Luke. Ich liebe ihn einfach. Ich habe ihn in Opal, Origin und Opposition schon geliebt. Ich habe ihn in Revenge geliebt, aber in Rebellion. Ich liebe ihn. Und hier drin kommen auch die Charaktere aus der Lux-Reihe wieder vor. Und ich habe dieses Buch geliebt. Sieht man's? Ich habe dieses Buch geliebt. Es war einfach nur genial. Und falls ihr Rebellion schon gelesen habt und wissen wollt, wie genau mir dieses Buch denn gefallen hat, dann könnt ihr sehr gerne weiter gucken, weil ich rede sehr ausführlich über dieses Buch. Und falls ihr Rebellion noch nicht gelesen habt, dann guckt jetzt bitte nicht weiter, weil in diesem Video werde ich spoilern und zwar nur spoilern und ich will nicht, dass ihr für dieses Meisterwerk gespoilert werdet. Also, falls ihr Rebellion noch nicht gelesen habt, dann lest die Lux-Reihe, lest Revenge und dann lest Rebellion und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, dieses Video gucken. Aber nicht jetzt. Nicht, wenn ihr Rebellion nicht gelesen habt, weil eben Spoiler und so. Und ich habe wie bei den letzten Read With Me's auch hier die Abschnitte vorher immer angegeben, über die ich rede. Und ich habe die Abschnitte auch unten in die Infobox reingeschrieben und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich wollte ich mich schon vor, glaube ich, 50 Seiten oder so melden. Oder 60? Eigentlich wollte ich mich schon viel früher melden. Ich bin jetzt mittlerweile auf Seite 113. Und ja, eigentlich wollte ich mich, glaube ich, irgendwie auf Seite 60 oder so melden. Und das hat, wie man sieht, nicht so ganz funktioniert, weil Jennifer Armentrout hat es einfach drauf, so einen Suchtfaktor aufzubauen. Und jetzt gerade bin ich bei einer Stelle, ich will weiterlesen, aber es ist gerade so, okay, ich kann gerade so dieses Read With Me so ein bisschen drehen. Und deshalb mache ich das jetzt und ja, oh mein Gott. Aber bevor ich über die ersten 113 Seiten rede, zeige ich euch zuerst einmal, wie ich hier in meinem Sessel hocke. Ja, ich hocke wieder in dem bekannten Sessel, der schon so viele Tränen ertragen hat. Und ich glaube, hier wird er auch nochmal so ein paar Tränen ertragen müssen. Jedenfalls zeige ich euch jetzt kurz meine Sitzposition. So sieht's aus. Also ich habe hier alles Stifte und so, weil ich probiere etwas aus. Und zwar habe ich jetzt verschiedene Farben und hier habe ich eine Legende, welche Farbe für was ist. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich blättere einfach mal durch. Also so sieht es bisher aus mit den Post-its. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Und ja, so sieht es bisher aus. Ich brauche auch immer so die richtige Farbe von den Leuchtstiften. Ja, also ja. Ich liege hier mit meinen Leuchtstiften und Stiften und ich lieb's. Und ja, jetzt rede ich mal über die ersten 113 Seiten in diesem Buch. Oh mein Gott! Scheiße! Wie mache ich das jetzt am besten? Stift. Die
Lichtverhältnisse sind gerade so ein bisschen komisch, weil es ist zwar erst 2 Uhr nachmittags, aber es ist so ein grauer Tag und deshalb habe ich hier hinten bei meinem Sessel nicht so viel Licht, deshalb ist halt das Licht an. Oh mein Gott, okay. Rebellion, Rebellion, Rebellion. Ich fange jetzt einfach mal an, so meine Post-its durchzugehen und oh mein Gott, ja, fangen wir an. Also zuerst einmal wurde ich auf Seite 8 belehrt, dass ich Luke die ganze Zeit falsch ausgesprochen habe, weil Luke. 3 Buchstaben, kein Nachname und ausgesprochen wie der englische Name Luke. Ja, ich habe ihn bisher immer Luc genannt, weil L-U-C ist für mich so französisch und man spricht es französisch aus, also Luc. Und ich weiß jetzt, dass man ihn eigentlich Luc ausspricht, aber das ist mir sowas von egal. Ich werde ihn trotzdem Luc nennen, weil Luc ist für mich Luc und nicht Luke. Also falls ich in diesem Video die ganze Zeit Luc sage, ich habe ihn die letzten Jahre Luc genannt, weil ich werde jetzt nicht anfangen, ihn Luc zu nennen. Nein, werde ich nicht. Und am Anfang von diesem Buch gibt es ja so diese Käsetoast- und Tomatensuppe-Szene und Luc, Evie und ihre Mutter sitzen am Tisch und dann gibt es einfach so einen Schlagabtausch zwischen Silvia und Luke und oh mein Gott. Einfach als ich gelesen habe, ein drittes Mal wird es sich geben, Silvia. Ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, Luke, ich, ach Gott. Es ist einfach so, man hat Luke wirklich noch nie so richtig, richtig, richtig in Aktion gesehen. Man hat immer so teilweise gesehen, zu was er fähig ist. Aber so richtig in Aktion hat man ihn noch nicht erlebt. Also seine große Macht. Oh mein Gott. Ich hoffe so sehr, dass es in diesem Buch eine Szene gibt, wo er einfach so entweder ausrastet oder einfach seine ganze Macht und Kraft gebraucht hat. Das wird so episch. Das wird so episch. Und dann einfach dieser Wortwechsel. Da wäre ich nicht ganz so optimistisch. Du weißt ja, was man über überhebliche Männer sagt. Nein, weiß ich nicht. Aber bitte klär mich auf. Ein überheblicher Mann wird sich immer unantastbar fühlen. Selbst auf dem Sterbebett. Oh mein Gott. Und dann sagt Luke zu ihr, du hast sie mir schon einmal genommen. Das wird nicht noch einmal passieren. Ich liebe Luke. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Und dann sagt Luke zu Silvia, ich würde wirklich gern erleben, wie du versuchst, mich von ihr fernzuhalten. Provozier mich nicht, Luke. Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, ich provoziere dich schon die ganze Zeit. Ich liebe ihn. Ich liebe Luke. Und dieser ganze Wortwechsel findet statt, währenddem Evie einfach neben ihn hockt und so denkt, Leute, ich hock neben euch und ihr redet über mich. Und dann rastet sie so ein bisschen aus und sie sagt dann einfach, ich wollte einfach nur mit euch diesen blöden überbackenen Käsetoast, diese beschissene Suppe essen. Ich liebe Evie, ich sag's euch, dieses Mädel ist einfach so gut. Und dann auf Seite 15, das war einfach so eine Szene. Ich hab's schon in Revenge geliebt, wenn solche Szenen gekommen sind. Und hier, sobald ich ihn ansah, wollte ich ihn berühren. Und während ich ihn noch anstarrte und darüber nachdachte, wurde sein Grinsen ein wenig breiter. Warnend runzelte ich die Stirn. Nur wenige Origins konnten Gedanken lesen wie ein Buch. Luke war einer von ihnen, wie sollte es anders sein? Zwar hatte er versprochen, sich aus meinem Kopf fernzuhalten und die meiste Zeit hielt er sich wohl auch daran, aber ausgerechnet, wenn ich etwas besonders Peinliches dachte, lauschte er offensichtlich doch. So wie jetzt. Dann wurde sein Grinsen zu einem Lächeln und prompt regte sich ein Flattern in meiner Brust. Oh mein Gott, ich lieb's einfach jedes Mal, wenn Luke ihre Gedanken liest. Natürlich, das ist eine Verletzung von der Privatsphäre und Luke versteht das einfach nicht, aber es ist trotzdem einfach süß. Und liebe Luke. Liebe ihn. Und dann ist etwas passiert, das hätte Evie nie erwartet. Und zwar haben sich Luke und Silvia entschuldigt. Und dann auf Seite 21, ich habe ja den Klappentext gelesen und dort wird von einer Seuche geredet. Und auf Seite 21 wird beschrieben, wie Silvia nicht wirklich gesund aussieht und so übermüdet ist und so. Und ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass sie sich mit dieser Seuche angesteckt hat oder so. Dass irgendetwas mit ihr nicht stimmt. Und oh mein Gott. Diese Seuche, ich habe jetzt schon ein bisschen von dieser Seuche gelesen und ich so, ach Gott, ah, das ist wieder so eine Seuche von der guten Art. Also, diese Seuche wird einfach so gut beschrieben und ich weiß noch nicht ganz, woher diese Seuche kommt und so, aber oh mein Gott. Dann auf Seite 24 habe ich etwas angestrichen, als ich das gelesen habe. Ich habe einfach so gedacht, Evi, was willst du uns damit sagen? Wenn ich meine Freunde und Pünktchen, 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 Luke sehen wollte. Was willst du uns damit sagen, Evie? Und irgendwie, es ist mega traurig, aber so während dem Lesen von Rebellion merke ich, dass ich eigentlich mega viel von Revenge wieder vergessen habe. Ich habe nämlich auch vergessen, dass James eigentlich ein riesiger Teddybär ist. Und ich merke einfach so während dem Lesen von Rebellion, wie viel ich eigentlich von Revenge vergessen habe. Und das ist so traurig. Dann der Anfang von Kapitel 3. Das ist einfach so ein epischer Anfang. Und zwar, los, nun berühr ihn schon. Jetzt mach, Evie, berühr ihn schon. Nein, danke.
eben um Klassen interessanter als das, was du da liest. Nun berühr ihn endlich, nur kurz. Ich weiß, dass du es willst, Peaches. Berühr ihn. Peaches? Was willst? Und dann... Ich stelle mir das einfach so vor, die beiden hocken auf Evies Bett und sie versucht hier zu lernen. Und Luke hockt einfach die ganze Zeit so da und sagt, berühr ihn, Evie. Berühr ihn. Und dann guckt sie auf und dann stellt euch das einfach vor, ihr hockt mit Luke auf dem Bett, dann guckt ihr auf und das ist das, was ihr seht. Berühr ihn. Dann bist du E.T. Ich bin viel heißer als E.T. Ja. Ja, ist er. Ist er. Besonders mit seinem Beanie und seiner Pilotenbrille. Und oh mein Gott. Ja, wo waren wir? Dann habe ich noch etwas angestrichen, als ich das gelesen habe. Ich habe einfach so gedacht, das ist so gut geschrieben. Einige konnten damit heilen, andere konnten Objekte bewegen. Töten konnten sie damit alle. Ich finde, das ist einfach so gut. Und dann berührt Evie Lukes Finger und dann sieht man halt diese ganzen Lichtpunkte im Zimmer und das ist etwas, das hat Nadia früher geliebt und deshalb wollte Luke, dass Evie es macht, um so zu gucken, ob sie es immer noch toll findet und so. Und dann hat er erzählt, dass sie noch jünger waren, dass Evie die ganze Zeit wollte, dass Luke das macht und so. Und man merkt immer mehr, dass Paris so eine Vaterrolle bei Luke übernommen hat. Und ich vermisse Paris. Ich vermisse Paris. Ganz ehrlich. Er war so toll. Und dann fängt Evie wieder an, darüber nachzudenken, wer sie eigentlich ist und so. Und dann sagt Luke, komm wieder zurück zu mir. Oh mein Gott! Ich liebe ihn einfach. Und dann auf Seite 40. Ich hatte Angst, immer nur die Zweitbeste zu sein. Schlimmer noch, eine billige Kopie des Originals. Nahm ich Luke überhaupt wahr, wenn er mir in die Augen schaute oder sah er Nadias Geist, was ihm nur selbst noch nicht klar war? Ich war mir nicht sicher, ob er überhaupt wusste, was er wollte, wenn er es überhaupt mit mir wollte, wer auch immer ich war. In solchen Momenten, wenn Evie so etwas denkt, dann habe ich einfach so Mitleid mit ihr, weil ich überlege mir dann die ganze Zeit, wie würde ich mich fühlen, wenn ich wüsste, jeder, mit dem ich zu tun habe, kennt mich aus einem früheren Leben sozusagen, an das ich mich nicht erinnern kann. Und einfach die Überlegung, wie war man früher? Ist man jetzt anders als früher? Hat man noch so gleiche Dinge? Und einfach nur die Überlegung ist schon beängstigend. Und dann auf Seite 44, aus Liebe tun die Leute die seltsamsten Dinge. Das müssen sie mir nicht erzählen. Ich habe Damon kennengelernt, also ja. Und dann auf Seite 45, ich mag das, dass du mich fotografierst. Ich mag es, dass du mich in etwas einbeziehst, was du gern tust. Ja, ich liebe Luke. Ich liebe ihn. Und ich liebe ihn auch einfach nur für solche Aussagen, einzigartig und rein, einer Schneeflocke gleich. Oh mein Gott. Und dann auf Seite 47, kommt eine lebende Legende wieder vor. Und zwar Damon Black. Damon Black is back. Und ja, ich habe das gerade gesagt, weil... Damon. Ich habe nicht erwartet, dass Damon so früh wieder vorkommt. Und ich musste nur seinen Namen lesen und ja... Konnte nicht aufhören zu grinsen. Einfach die ersten Sätze von Damon. Deshalb bleibe ich auch erstmal hier oben. Ich habe nämlich gerade echt keinen Bock, die Kontaktlinsen reinzutun. Und dann kommt Luke und sagt, oder hast du Schiss? Du hättest ihn beim ersten Mal erleben sollen. Ich habe gedacht, er würde gleich kotzen. Ich liebe Luke, ich liebe Damon. Ich liebe einfach alle. Ich liebe alle. Und dann auf Seite 48 hat Evie eine Erkenntnis. Als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, oh ja, oh ja. Aliens waren einfach heiß. Das ließ sich nicht leugnen. Ja. Und dann auf Seite 49. Ich wusste das schon. Weil Jennifer Armentrout hat das schon bei den Teasern gepostet und so. Und ich habe das schon gelesen. Und ich habe schon einen Anfall gekriegt, dass ich das gelesen habe. Aber jetzt habe ich es nochmal auf Deutsch gelesen. Oh mein Gott. Kat bekommt sehr bald unser erstes Kind. Und da muss ich natürlich bei ihr sein. Damon wird Vater. Katie wird Mutter. Damon und Katie werden Eltern. Und oh mein Gott. Ich sag's euch, als ich das gelesen hab. Ich hab einen Anfall gekriegt! Und dann sagt Evie, augenblicklich sah ich Damon mit einem Neugeborenen im Arm von meinem geistigen Auge, was bei mir ein kleines Hormonfeuerwerk auslöste. Ich hab mir nur so gedacht, bei mir auch, Schwester. Bei mir auch. Weil stellt euch Damon einfach mit einem Baby vor. Stellt euch Damon mit seinem Baby vor. Oh mein Gott! Ich hoffe so sehr, dass wir dieses Kind noch in Rebellion kennenlernen. Weil ich kann nicht auf den dritten Teil warten, bis wir dieses Kind kennenlernen. Nein. Ich bin mit Vater. Ich komme immer noch nicht ganz auf die Tatsache klar, dass Damon Vater wird. Damon wird einfach Vater. Und
dann gibt es hier ein paar Dinge, die Damon sagt. Ich weiß nicht, was das über meinen Charakter aussagt, aber ich liebe einfach jedes einzelne Wort, was er hier sagt. Auch wenn es manchmal sehr radikal ist, was er hier gerade sagt, aber ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach. Und zwar, Luke und ich würden alles tun, um zu beschützen, wen wir lieben. Ich würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um Cat zu beschützen. Es gibt nichts auf der Welt, das mich aufhalten könnte und es gibt nichts, was ich nicht tun würde. Und Luke, geht es bei dir genauso? Das habe ich auch in den Teaser gelesen und ich habe so gedacht, oh mein Gott. Und dann auf Seite 52 ist etwas, das Evie denkt. Ein Mädchen, das Luke geliebt und verloren hatte. Ein Mädchen, das er noch immer liebte. Ein Mädchen, das ich gewesen war. Ein Mädchen, an das ich mich nicht erinnern konnte, so sehr ich mich auch bemühte. Es ist einfach, man spürt richtig, wie Evie die Frage plagt, ob Luke jetzt sie liebt oder Nadia. Weil Nadia ist ja eigentlich irgendwie tot, aber dann sagt Damon etwas. Selbst wenn Cat morgen ihr Gedächtnis verliert und nicht mehr weiß, wer sie ist oder wer ich bin, ich würde trotzdem kein bisschen anders für sie empfinden. Ich würde sie noch genauso lieben wie am Tag zuvor. Ich habe Cat zwischenzeitlich auch verloren. Nicht vergleichbar mit dem, was Luke und dir widerfahren ist, aber eine solche Liebe schwindet nicht, wenn man eine Zeit lang getrennt ist. Sie wird nur umso kostbarer und bringt einen dazu, Dinge zu tun, die andere nicht tun würden, nur damit so etwas nie wieder geschieht. Ich sag's dir, ich liebe einfach Damon und Katie zusammen. Und ich hoffe so sehr, Mann, ich hoffe so sehr, dass Katie in Rebellion endlich auch vorkommt. Ich brauche nämlich Damon und Katie-Momente. Ich brauche neue Damon und Katie-Momente. Und ich hoffe so sehr, dass Katie vorkommt. Ich hoffe so sehr, dass Archer vorkommt. Die ist ja schon vorgekommen, zwar nur so im Fernsehen, aber die ist auch schon vorgekommen. Ich brauche sie einfach. Und Dawson und Bethany, ich brauche sie einfach. Und dann hat Damon etwas gesagt. Ich weiß nicht, was das über meinen Charakter aussagt, aber ich liebe das. Darauf kannst du Gift nehmen. Wenn Cat im Sterben läge und es eine Chance gäbe, sie zu retten, würde ich jeden hier in diesem Gebäude über die Klinge springen lassen, dich eingeschlossen. Das sind Luke und ich uns einig. Auf der einen Seite, wenn man das so liest, denkt man so, oh mein Gott. Ist schon so ein bisschen heftig, aber auf der anderen Seite denke ich mir einfach nur so, oh mein Gott, ich liebe ihn. Und ja, dann auf Seite 55 kommt wieder so ein typischer Damon-Spruch. Und eigentlich halte ich mich selbst für einen ziemlich coolen Typen. Meine zahlreichen Fans würden dem zustimmen. Und dann kommt eben diese Szene mit die im Fernsehen und dann sagt sie, weil vor uns niemand Angst zu haben braucht, was man von ihnen, den Menschen, leider nicht behaupten kann. Und oh mein Gott. Und auf Seite 61 habe ich drei Wörter angestrichen, einfach weil ich das so krass finde, und zwar, bis jemand nieste. Also die Bevölkerung ist schon so weit, dass sie vor dem Niesen Angst haben, wegen dieser ganzen Seuche. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Und dann fangen die Überraschungen von Luke an und zuerst redet er darüber, dass Pandas gefährlich sind. Dann sagt er, nee, es sind Koalas, die gefährlich sind. Und dann sagt er, es ist schwer, ich zu sein. So schwer. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn und seine T-Shirts. Also ich habe jedes Mal, wenn ein T-Shirt von ihm beschrieben wird, dieses T-Shirt angestrichen. Ich habe es angestrichen, weil ich will diese Sprüche nicht mehr vergessen. Und dann kommt eben die erste Überraschung, und zwar Diesel. Diesel ist ein Stein. Ein Kuschelstein. Das ist so ein Geschenk. Es ist so komisch, dass es schon wieder genial ist. Und ich will auch einen Kuschelstein von Luke. Oh Gott. Und dann fahren Luke und Evie an einen Ort, wo Luke mit Nadia früher sehr oft war. Und dann kommt eine Szene, wo sie sich wieder erinnert. Evie erinnert sich an etwas, das Nadia mit Luke erlebt hat. Und sie erinnert sich an eine Szene, nachdem sie das Serum Prometheus eingenommen hat. Und Evie küsst Luke. Evie küsst Luke. Und einfach, als ich gelesen habe, sie kann sich erinnern. Ich habe so gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hoffe, es kommen noch mehr solche Evie erinnert sich Szenen. Weil, ach Gott, weil man spürt doch einfach, wie geschockt Luke ist und wie geschockt Evie ist und wie sie sich gleichzeitig auch so dermaßen freuen. Und ich lieb's. Und dann sagt Luke, aber du hast mich geküsst und es hat mich auf eine Art und Weise gebrochen, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Er bringt mich noch zum Heulen. Er bringt mich noch zum Heulen. Und dann hat Evie, also Nadia, ich nenne sie einfach Evie, dann hat Evie zu Luke gesagt, vergiss das nicht. Und irgendwie, es ist schon ironisch, weil Evie hat sie ja vergessen und Luke konnte es nicht vergessen. Und dann entschuldigt sich Evie dafür und dann sagt er, jede Erinnerung, die ich von uns habe, ist für mich wertvoll, auch die traurigen. Keine Sekunde würde ich eintauschen wollen für nichts auf der Welt, denn ich hatte meine Erinnerungen und du hast eine zweite Chance bekommen. Du warst am Leben. Ich liebe ihn.
Und dann erzählt Emery, die Freundin von Heidi, wie ihre Familie umgebracht wurde und was alles passiert ist. Und wenn man jetzt nochmal darüber nachdenkt, es wird einfach nochmal klarer, wie viele Millionen Menschen gestorben sind bei diesem Krieg und so. Und es ist einfach so krass. Und dann kommt wieder Luke mit seinem T-Shirt. Warnung, Pandas sind Bären, aber nicht so schlimm wie Koalas. Ich liebe ihn. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Überraschungen mag. Ich weiß, dass du sie nicht magst, weil du sie nämlich liebst. Und dann wurden so ein paar Überraschungen von Luke aufgezählt. Und ich habe mir auch so gedacht, Luke, das sind nicht wirklich Überraschungen. Aber dann hat er gesagt, später wird sie alles verstehen, dass diese Überraschungen schon ihren Sinn hatten. Und ich denke mir immer so, ich will den Sinn von diesen Überraschungen verstehen. Und dann hat er ihr ein Foto geschenkt. Ich merke gerade, dass ich über eine Szene gar nicht geredet habe. Und zwar über die Szene, wo Evie Luke fotografiert. Ich habe diese Szene geliebt. Ich habe sie geliebt. Wie sie einfach mit Luke redet und dann Lukes Gesicht so positioniert, damit sie es fotografieren kann. Und dann sagt er eben, er mag das, dass sie in die Dinge mit einbezieht, die sie mag. Und oh mein Gott, ich liebe diese Szene. Und dann einfach hier schenkt er ihr ein Foto, das sie gemacht hat. Und dann küsst sie ihn. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott. Und dann fängt diese ganze Seuchensache wieder an. Und zwar geht es um Coop. Und Coop ging schon vorher nicht gut. Und als einfach beschrieben wurde, dass er blass ist und so, habe ich so gedacht, oh mein Gott, das geht nicht gut aus, das geht nicht gut aus. Und dann sagt Coop auch, mir geht's beschissen und er ist bleich und er schwitzt und es sieht fiebrig aus. Und dann kommt eine Drohne und diese Drohne schlägt Alarm, weil sie bei Coop Alien-DNA gefunden hat. Und dann rastet er so richtig aus. Coop rastet richtig aus. Man weiß jetzt nicht ganz, ob dieser Mitschüler wirklich tot ist oder nicht, aber er schmeißt dann auch den Lehrer raus und er rastet einfach aus, er blutet aus den Augen, er brüllt herum, er ist total verschwitzt und einfach wie das beschrieben wird. Ich sag's, ich hatte Gänsehaut, als ich das gelesen habe. Und dann einfach 4 Männer, 3 Treffer mit dem Taser und eine Kugel im Bein. Und während er die ganze Zeit weiter brüllte, hörte ich, wie ihm ein Knochen nach dem anderen brach. Es wurde vorher beschrieben, dass man vermutet, dass es ein Infekt ist, der den Körper von innen heraus zerfrisst. Und man hört einfach, wie Coops Knochen brechen, ohne dass irgendjemand was macht. Und einfach so, oh mein Gott. Einfach nur die Vorstellung von so einem Virus. Ist beängstigend. Und dann gehen Zoe und Evie zu Luke und er sagt dann einfach, ich würde mich von 1000 Stuhlbeinen umnieten lassen, wenn du deshalb nicht zu Schaden kommst. Und dann versuchen sie herauszufinden, wie diese ganzen Vorfälle miteinander zusammenpassen, was der Grund sein könnte und so. Und ich bin jetzt gerade auf Seite 113 und ich werde jetzt in diesem Buch weiterlesen. Sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann ich mich das nächste Mal melde. Sehr wahrscheinlich werde ich wieder der Sucht verfallen. Ich werde jetzt einfach weiterlesen und mal gucken, wann ich mich wieder so weit von diesem Buch losreißen kann, um dieses Read With Me zu drehen. Ja, wir werden sehen. Hat ja super funktioniert mit diesem Ich melde mich regelmäßig in diesem Read With Me. Ja, das letzte Mal, als ich mich gemeldet habe, war ich auf Seite 113. Mittlerweile bin ich auf Seite 277. Ja. Hab mich voll regelmäßig gemeldet. Deshalb werde ich jetzt mit euch 160 Seiten besprechen. Weil ich bin in diese Suchten reingefallen. Also ich habe nach Seite 113 weitergelesen. Und da habe ich weitergelesen. Und da habe ich weitergelesen. Und weitergelesen. Und weitergelesen. Jedes Kapitel hat mit einem Cliffhanger geendet. Und ich konnte einfach kein einziges Mal aufhören. Ich habe jetzt mitten im Kapitel aufgehört. Weil ich habe so das Gefühl, dass dieses Kapitel wieder mit einem Cliffhanger enden wird. Und dass ich dann wieder nicht zum Drehen komme. Und ja. Also ja, deshalb bin ich jetzt mitten im Kapitel hier. Aber ja, sonst komme ich gar nicht zum Drehen. Also die allererste Sache ist einfach mal April. Einfach April, Seite 116. Dieses Mädchen geht mir so dermaßen auf die Nerven, weil sie denkt so richtig in Schubladen. Also sie denkt, alle Looks sind böse, alle Looks sind gefährlich. Die Looks dürfen keine Rechte haben. Die Erde gehört den Menschen. Die Looks haben kein Recht darauf, auf dieser Erde zu sein. Und ich denke mir einfach so, Mädchen? Mädchen, überleg doch mal. April, ich könnte ja durchgehend eine klatschen, weil einfach ihre Einstellung mir so dermaßen auf die Nerven geht. Einfach dieses Schubladendenken, das sie gerade drauf hat und... Oh Mann, das ist wirklich so ein Charakter, sie geht mir einfach so dermaßen auf die Nerven. Und so im Laufe der Geschichte erfährt man was über sie, wo ich mir einfach nur so gedacht habe, oh mein Gott.
Oh mein Gott. Und dann gibt es da noch Brandon, das ist ja der Ex-Freund von Evie. Und er hält sie fest. Und dann einfach etwas, das Evie zu ihm sagt, das fand ich so gut. Eigentlich will ich niemandem etwas antun, aber ja, wenn es hart auf hart kommt, würde ich eher dir wehtun als ihnen. Und willst du wissen, warum? Du bist derjenige, der mich hier festhält, nicht sie. Oh mein Gott. Ich liebe Evie. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Evie liebe? Ich liebe dieses Mädel einfach. Einfach wie sie mit diesen ganzen Dingen klarkommt, weil sie hat so viele Dinge erfahren. Sie hat erfahren, dass sie sich eigentlich nur noch an die letzten 4 Jahre ihres Lebens erinnert, dass sie eigentlich das Leben einer anderen führt und. Also sie hat so viele Dinge erfahren und einfach wie sie damit umgeht und einfach was sie sagt und wie sie es sagt und wie sie denkt. Und ich liebe Evie einfach. Ich liebe sie einfach. Und dann auf Seite 120 sagt sie etwas. Da habe ich mir so gedacht, Amen, Schwester. Genau wie Menschen. Wir töten genauso oft wie die Lux. Mehr, wenn man in unsere Geschichte blickt und denkt an all die Krankheiten, die wir untereinander übertragen. Hauptsächlich aus Dummheit. Sie schießen nicht in Schulen oder Theatern rum. Sie töten keine unbewaffneten Teenager und verstecken sich hinter einer Dienstmarke. Sie vergasen keine unschuldigen Leute oder jagen Gebäude in die Luft. Sie sind nicht menschlich, unterbrach er mich. Sie sind keine Menschen, Evie, und sie töten Leute. Ganze Familien. Du brauchst dir nur die Nachrichten anzusehen. Angewidert schüttelte ich den Kopf. Sie sind menschlicher als du gerade. Oh mein Gott. Aber irgendwie stimmt's, ne? So, die Lux in der Schule verhalten sich gerade sozialer und menschlicher als die Menschen. Und dann auf Seite 121 fragt James, wenn ich mich dem anschließe, bin ich dann ein schlechter Mensch? Und Zoe und Evie rufen nein. Und ich habe mir so gedacht, Dankeschön. Und dann auf Seite 123, ich finde einfach diesen Satz so gut. Mika war ein Mörder gewesen, der zugleich ein Opfer war. Ich finde diesen Satz einfach so gut. Und dann schleicht sich Luke in der Nacht in das Zimmer von Evie und einfach wie er auf Seite 126 beschrieben wird. Wie er einfach im Pyjama und barfuß da vor ihr steht mit verstruppelten Haaren. Und ich habe mir einfach so gedacht, oh mein Gott. Er ist einfach so toll. Und Brandon hat Evie ja festgehalten und Luke sieht dann diese Blutergüsse und er regt sich dann natürlich darüber auf und will wissen, wer es gewesen ist. Und so spannend eine Geschichte erfährt man dann, dass er es irgendwie herausgefunden hat, wer es war. Und dann denkt Evie wieder über ihre Vergangenheit nach und wer sie eigentlich ist und so. Und dann kommt also eine Szene, die hat mich so an Revenge erinnert, weil in Revenge gibt es eine genau gleiche Szene. Und zwar kommt Luke wieder mit seinen beschissenen Anmachsprüchen. Kannst du zaubern? Immer wenn ich dich ansehe, löst sich nämlich alles andere in Luft auf. Jemand muss die Polizei rufen, weil es bestimmt verboten ist, so heiß zu sein wie ich. Moment, wie du, meinte ich natürlich. Weil es bestimmt verboten ist, so schön zu sein wie du. War dein Vater ein Alien? Weil es auf der Erde niemanden gibt wie dich. Du musst Boxerin sein, denn du hast mich umgehauen. Oh mein Gott. Diese Anmachsprüche sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind. Einfach, weil sie Lüg sagt. Wenn Lüg solche bescheuerten Anmachsprüche sagt, dann sind sie einfach gut. Und dann auf Seite 134. Ich vermisse dich, wenn du nicht da bist, Peaches. Ah! Einfach diese Betonung. Und auf Seite 136 habe ich mir so kurzzeitig gedacht, Evie, was ist mit dir los? Weil sie trifft wieder auf April und ja, man kriegt Aggressionen, wenn man mit diesem Mädel zu tun hat. Aber Evie denkt darüber nach, ihre Finger zu brechen. Sie freut sich darauf, ihre Finger zu brechen. Und einfach, wie sie darüber denkt, ich habe so gedacht, Evie, komm mal wieder runter. Dann habe ich angefangen zu überlegen, ob das irgendwie eine Bedeutung hat, dass Evie, keine Ahnung, sie hat ja Alien-DNA in sich, ob sie sich jetzt irgendwie verändert oder ob sie die Seuche hat oder irgend sowas. Ich habe so das Gefühl, da kommt noch was. Weil wirklich. Unwillkürlich zuckte einer meiner Mundwinkel und ich spürte ein Prickeln bei dem Gedanken, den Knochen knacken zu hören. Dann kommt diese Szene im Burgerladen und dann sagt Luke, es ist keine Leidenschaft für Pfirsiche, es ist eine Leidenschaft für Peaches, für dich. Findest du das unheimlich? Ja, antwortete ich und zog das Wort in die Länge, während ich innerlich jubilierte. Also ich fühle mich manchmal wie Evie. So Dinge, die Luke sagt, auf der einen Seite sind sie mega süß und auf der anderen Seite irgendwie sind sie schon so ein bisschen unheimlich, aber sie sind einfach süß. Sie sind so süß, unheimlich. Luke ist einfach so süß, unheimlich. Ich liebe Luke, ich liebe ihn einfach. Und dann sagt er, es ist mir egal, wie seltsam es sein mag. Ich genieße mein Leben in vollen Zügen. Und dann einfach diese Burger-Szene, wie Luke genau weiß, wie Evie ihren Burger essen will, weil Evie ihren Burger genau gleich isst wie Nadia, was nicht so verwunderlich ist, weil sie ja eigentlich auch Nadia ist. Das Ganze ist kompliziert. Das Ganze ist auch so eine emotionale Sache. Und einfach diese Burger-Szene, einfach diese Burger-Szene. Ich fand sie so toll. Und dann spricht Evie Luke darauf an, dass er Brandon die Hand gebrochen hat und einfach wie Luke dann reagiert. Ach, der Schwachmat. Die Hand habe ich ihm gebrochen, nicht den Arm. Was ist mit ihm?
was mit ihm ist? Du hast ihm die Hand gebrochen. Korrekt. Das war nicht okay, Luke. Nicht? Er hätte dich eben nicht festhalten sollen. Und schon gar nicht so fest, dass du blaue Flecken davon trägst. Das stimmt, aber es bedeutet noch lange nicht, dass du ihm deshalb einfach die Hand brechen kannst. Auge um Auge, Zahn um Zahn, so läuft das nicht. Du hast recht, Hand für blaue Flecken, so läuft's. Und in diesem Moment habe ich mir einfach so gedacht, Luke, Mann, du kannst das doch nicht einfach machen. Also es gibt nachher auch noch eine Szene, wo ich mir so denke, das ist schon krass, was du hier gerade sagst. Das ist echt krass, was du hier gerade sagst. Es gibt auch noch ein Zitat später, das beschreibt Luke sehr gut, weil Luke ist ein Charakter, er hat einen sehr guten Kern, er hat ein sehr großes Herz. Aber es gibt auch einfach Momente, da merkt man, dass er schon als kleines Kind eines der gefährlichsten Wesen auf der Welt war. Und man merkt einfach, wie gefährlich er ist. Und einfach, manchmal ist es schon echt unheimlich, wie radikal er ist und so. Aber Luke ist schon echt krass. Und dann kommt diese Halloween-Szene und Luke und Evie sprechen darüber, wie sie früher als Kinder so Halloween gefeiert haben und wie Paris da noch dabei war und so. Und einfach Lukes Kostüm. Ich brauche kein Kostüm. Ich bin schon Superheld. Das ist so typisch Luke. Und einfach all seine T-Shirts. Ne? Einfach all seine T-Shirts sind so legendär. Und dann kommt Kent. Kent ist ja neben Luke der Charakter, der den Tink-Legenden-Status hat. Und zwar, weil er sagt Dinge wie, auf jeden Fall bist du super süß, Zuckerschnecke. Also zuerst einmal, Evie hat sich als Minion verkleidet. Ich liebe sie dafür. Und dann kommt einfach Kent und haut das raus. Ich bin Emo Pennywise. Ich bin ein Pennywise, der zwar immer noch Kinder frisst, sich danach aber schlecht deswegen fühlt. Nicht nur, weil ich mir vorstelle, dass man von Kindern Verdauungsprobleme bekommt, sondern auch, weil ich mich als Kinderfresser wie ein zügelloser Vielfraß fühlen würde. Und außerdem habe ich eine Glutenintoleranz und Kinder sind, glaube ich, voller Gluten. Es wäre einfach stressig, die Kinder erst in die Kanalisation locken zu müssen, um anschließend an ihnen rumknabbern zu können. Und wenn ich gerade keine Kinder fresse, würde ich sicher Trübsal blasen und jammern, wie schwer das Leben ist und dass mich alle missverstehen. Also er hat sich Gedanken über sein Kostüm gemacht und zwar so richtig. Und dann kommt diese Tanzszene. Diese Tanzszene im Apartment von Luke. Und dann wird das Lied beschrieben und dann steht hier noch, doch der Song erinnerte mich noch an etwas anderes. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und ich denke mir so, an was? An was? Es wird einfach nicht darauf eingegangen, an was dieser Song sie noch erinnert. Und ich, oh mein Gott, ich will wissen, an was? Ich will wissen, an was? Und dann kommt einfach diese ganze Szene. Und Luke sagt, du musst nicht so sein wie früher. Du musst nur du selbst sein. Und einfach diese ganze Szene, das ist so das erste Mal in diesem Buch, wo sie sich wieder so näher kommen. Und es war einfach so schön. Es war einfach so schön. Und dann sagt Luke noch, du, es hat immer nur dich gegeben. Vorher, jetzt, später, eine andere gab und gibt es nicht. Kann es gar nicht geben. Oh mein Gott. Ich liebe Luke. Ich liebe Luke. Und dann ist Seite 161 kommt der nächste Charakter vor, auf den ich mich so gefreut habe. Und zwar Dawson. Jetzt fehlen in diesem Buch, glaube ich, nur noch Katie und Bethany und dann sind, glaube ich, alle wieder vorgekommen. Und Archer! Oh mein Gott, wie konnte ich Archer vergessen? Archer muss auch noch vorkommen und dann, oh, sie müssten einfach alle zusammenkommen. Sie müssen... Und dann kommt eine recht verstörende und ekelhafte Szene, weil dann kommt diese Szene mit Sarah. Und Sarah ist ja mit dieser Seuche infiziert, wo man immer noch nicht weiß, wird sie jetzt von den Lux übertragen oder kommt sie von irgendwo sonst? Und auf Seite 164 habe ich noch was angestrichen. Alle sahen immer zuerst Luke an, bevor sie etwas taten. Naja, alle außer mir. Ich liebe Evie. Und dann kommt eben diese ganze Sache mit Sarah. Zuerst einmal finde ich es richtig krass. Sie ist ein Mensch und sie war mit dem Lux zusammen und sie hätte mit diesem Lux zusammen an einen Ort gebracht werden sollen. War das jetzt Deutsch? Ich glaube schon. Wo sie sicher waren und auf dem Weg wurde halt ihr Freund ermordet. Und schon allein nur das habe ich mir so gedacht, oh mein Gott. Und dann verändert sie sich auch noch so. Also sie spuckt so Teer-Schleim-Zeugs, das auch noch bläulich ist. Und sie hat schwarze Adern und sie fängt an zu schreien. Und dann sagt sie noch, sie haben etwas mit mir gemacht. Sie haben etwas mit mir gemacht. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, wer ist sie und was haben sie gemacht? Und dann beschreibt Jennifer Armentrout diese ganze Szenerie mit etwas. Da habe ich mir so gedacht, ja, sie hat mir jetzt Rice Krispies für eine Weile versaut.
Voller Schrecken sah ich, wie sich ihr Körper weiter verrenkte und dabei knackte wie Rice Krispies in dem Moment, in dem man Milch hinzugießt. Ich würde sie nie wieder essen können. Ja, danke schön. Ich für eine Weile jetzt auch nicht mehr. Und einfach diese ganze Szene, wie Sarah dann ausrastet und wie sie dann aus dem Fenster springt, das hat so ein bisschen an die Mutationen in Origin erinnert. Als dem die Menschen mutieren sollte, dann haben sie das Serum bekommen und dann sind sie auch so ausgerastet. Das hat so ein bisschen an die Mutation erinnert und deshalb habe ich mir so in dem Moment gedacht, versucht Daedalus jetzt wirklich Menschen in Lux zu verwandeln oder was läuft hier? Weil ich habe das Gefühl, Daedalus ist nicht tot. Nee. Diese Organisation ist nicht tot, weil Mika hat das am Ende von Revenge ja auch gesagt. Ich glaube nicht daran, dass diese Organisation nicht mehr existiert. Und ich weiß nicht, diese Organisation hackt wieder irgendwas aus, das wieder richtig schief geht, weil wir sehen es ja, eine Seuche und so, ne? Ich sag's euch, diese Organisation soll einfach aufhören, Dinge zu tun. Die sollen einfach aufhören. Daedalus ist so eine Organisation, auf der einen Seite haben sie gute Dinge getan, sie haben gute Absichten, aber auf der anderen Seite machen sie auch richtig blöde Dinge, so richtig blöde Dinge. Und dann machen sie sich so auf die Suche nach Sarah und sie finden Sarah nicht und dann kommt heraus, dass Evie anscheinend die Einzige ist, die gehört hat, dass Sarah gesagt hat, sie haben etwas mit mir gemacht, sie ist die Einzige. Zuerst hat Kent gesagt, er hat nichts gehört. Da habe ich so gedacht, okay, Kent, er ist ein Mensch. Er kann noch recht schnell was überhören. Und dann kommt einfach Luke. Und sagt auch, er hätte nichts gehört. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe immer wie mehr das Gefühl, dass irgendetwas mit Evie nicht stimmt. Weil Sarah hat sie auch so komisch angeguckt. Und ich habe mir so gedacht, was ist mit Evie los? Und sie ist jetzt halt auch die Einzige, die gehört hat, wie sie gesagt hat, sie haben was mit mir gemacht. Was ist mit Evie? Man weiß es nicht so genau, weil sie hat ja wirklich Alien-DNA in sich. Und dazu habe ich später auch noch eine Frage. Und eben auf Seite 176 ist eben dieses Zitat über Luke. Luke hatte ein gutes Herz und gleichzeitig war Luke ein Killer. Es stimmt, weil Luke kann richtig kaltblütig sein, wenn er will. Aber er hat auch ein so großes Herz. Luke ist einfach so zwei Gegensätze in einem. Und dann auf Seite 181 kommt wieder so eine Szene mit Luke, wo ich so gedacht habe, okay, Luke, das ist jetzt so ein bisschen krass. Und zwar sagt er das zu Dawson, sie ist nicht seine Tochter, sie hat nichts mit denen zu tun, Mann. Beruhig dich oder ich werde dafür sorgen, dass du dich beruhigst. Hast du mich verstanden? Das kann ich nur für dich hoffen, denn ich möchte Bethany wirklich nicht zur Witwe machen und die kleine Ash soll doch nicht ohne Vater aufwachsen, oder? Also in dem Moment habe ich wirklich gedacht, Luke, komm mal wieder runter, weil der meint das todernst. Und ich denke mir einfach so, Luke, das ist schon echt krass. Also da merkt man, Luke ist krass, Luke ist gefährlich, Luke ist richtig gefährlich, weil er meint das ernst. Es wurde auch mal gesagt, dass Evie so Einfluss auf Luke hat, weil Luke einfach wirklich alles für Evie tun würde. Und hier merkt man es einfach wieder, er wird einfach alles für Evie tun. Und sobald Evie bedroht wird, er wird einfach alles tun. Und Luke ist einfach so krass. Er ist wirklich so dieser Gutmensch und dieser Killer in einem. Und er ist einfach so ein komplexer und krasser Charakter. Und ich liebe ihn einfach. Und dann kommt eine Szene, die hat mir das Herz gebrochen, weil Evie und Luke streiten sich. Evie wirft Luke vor, dass er ihr einfach nicht alles erzählt, dass er sie anlügt und eben nicht die Wahrheit sagt. Und sie wirft ihm auch vor, dass er sie verlassen hat. Und dann sagt er, wie um alles in der Welt kannst du sowas sagen? Ich habe dich nicht im Stich gelassen, Evie. Muss ich dich daran erinnern? Ich habe die einzige Möglichkeit ergriffen, dir das Leben zu retten. Du warst kurz davor zu sterben und dieser Mistkerl Jason Dasher hat ein Mittel, das Heilung versprach. Sylvia ist diejenige, die verlangt hat, dass ich mich von ihr fernhalte. Sie hat mich gezwungen, sonst wärst du gestorben. Ich habe dich nicht freiwillig zurückgelassen. Es hat mich fast umgebracht, mich von dir abzuwenden. Und dann einfach diese ganze Szene, wie sie sich gegenseitig Dinge vorwerfen und wie sie einfach mal alles rauslassen und man merkt richtig, wie sich das Ganze angestarrt hat und sie schreien sich an und sie werfen sich Dinge vor und ich habe mir so gedacht, ich will nicht, dass meine Babys sich streiten. Ich mag es nicht, wenn meine Babys sich streiten. Ich mag es wirklich nicht. Und dann auf Seite 186 sagt er, du brauchst dir keine Sorgen, um mich zu machen, Peaches. Ich werde immer zu dir zurückkommen. Das verspreche ich dir. Und sie denkt dann,
diese Versprechen hatte er mir schon einmal gegeben. Es gibt immer wieder so Szenen, wo sie sich dann daran erinnert, was früher passiert ist. Und jedes Mal, wenn so eine Szene kommt, denke ich mir so, geh doch mehr darauf ein. Ich will mehr darüber wissen, aber es wird wieder nicht auf dieses Versprechen eingegangen. Nein, nein, warum auch? Warum auch? Und dann haut Evie ab und lässt Luke einfach da. Und dann kommt so eine Szene. Ich habe mir so gedacht, das kann Jennifer Armstrong doch jetzt einfach nicht mit mir machen. Weil Evie trifft auf einen Arum. Und ich habe mir so gedacht, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Sie ist wütend vor Luke weggelaufen. Luke schmollt da gerade in seinem Apartment und Evie trifft auf den Arum, während Luke nicht da ist. Und ich habe so gedacht, das kannst du doch jetzt nicht machen. Und dann auf der nächsten Seite kommt raus, dass es Lore ist. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, zum Glück ist es Lore. Das ist ja der Bruder von Hunter. Und ich, oh mein Gott, ich hoffe so sehr, dass Hunter auch noch vorkommt, weil Hunter ist toll. Und hier stellt sich Evie auch eine Frage. Als ich sich diese Frage gestellt habe, habe ich mir selber auch so diese Frage gestellt, weil irgendwie ergibt es nicht wirklich Sinn. Aber wenn er die Lux-DNA in mir wahrnahm, warum taten es dann die AIE-Drohnen nicht? Oder waren die Arum feinfühliger? Ich verstehe es auch nicht ganz. Warum erkennen die Drohnen nicht den Alien-Anteil in Evie, aber die Arum schon? Weil Lore fragt sie auch, was bist du? Man weiß es nicht so genau, was Evie ist. Man weiß es nicht so genau. Und dann auf Seite 192, man merkt einfach wieder mal, wie einfach jeder Angst vor Luke hat, wie gefährlich Luke eigentlich ist, weil Lore ist ein Arum. Er ist ein Arum. Er ist schon auch echt mächtig. Und als er dann erfährt, dass Luke Evie kennt und dass sie so sich näher stehen, er sagt dann so, ich habe ihr nicht ein Haar gekrümmt. Höchstens erschreckt habe ich sie aus Versehen, nicht absichtlich. Ich benehme mich vorbildlich. Wie er einfach so richtig Panik schiebt, als er erfährt, dass Luke Evie kennt. Und ich will jetzt einfach so eine Szene, wo Luke mal so richtig ausrastet. Er muss nicht wirklich ausrasten. Einfach, wo er mal so seine komplette Macht einfach loslässt. Und oh mein Gott. Er muss so mächtig sein. Er muss so mächtig sein, wenn sogar ein Arum vor ihm Angst hat. Ich will das. Und dann Grayson. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von Grayson halten soll. Irgendwie ist er ein nerviger Kotzbrocken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass in ihm auch mehr steckt, als es den Anschein macht. Aber auf Seite 194 sagt er, entgegen der allgemeinen Annahme ist Luke nicht unantastbar. Je länger du in seinem Leben bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er deinetwegen umkommt. Oder Schlimmeres. Das ist wieder so eine Anspielung darauf, dass Evie eigentlich Luke mega beeinflussen kann. Weil Luke würde sich in Gefahr bringen, um Evie zu beschützen. Und oh mein Gott. Und dann überlegt sich Evie, dass sie eigentlich so nutzlos ist, weil sie halt nicht kämpfen kann und so. Und dass sie den anderen nicht wirklich helfen kann. Und dann auf Seite 200 sagt so etwas, da habe ich mir einfach so gedacht, Amen, Schwester. Das sind diese blöden Ideale von Stärke, die uns überall eingetrichtert werden. In Filmen, Büchern, im Fernsehen und in Zeitschriften. Man sollte glauben, dass die Leute es besser gelernt hätten, nachdem die Welt fast untergegangen ist. Aber nein, wir handeln noch immer nach der scheiß Girl-Power-Ideologie, aber Girl-Power heißt eine Kampfmaschine zu sein. Was lernen wir Ladies daraus? Dass du, wenn du nicht physisch stark bist, wenn du nicht zuschlagen kannst, schwach bist. Dass du nicht stark bist, wenn du überwältigt bist oder Gefühle zeigst. Dass mit dir aber andererseits etwas nicht stimmt, wenn du keine Gefühle zeigst. Das ist Bullshit und geht vollkommen an der Realität vorbei. Wahre Stärke zeigt sich nicht in Muskelkraft oder der Fähigkeit zu töten. Sie zeigt sich in der Gabe, wieder aufzustehen, das Krönchen zu richten und weiterzumachen, nachdem die Kacke am Dampfen war. Das ist wahre Stärke. Amen, Schwester. Als ich das gesehen habe, ich habe so gedacht, Zoe, du bist genial. Du bist einfach genial. Ich liebe Zoe für diese Aussage. Ich fand Zoe vorher schon toll, aber als sie das rausgehauen hat, ich habe so gedacht, jaha. Weil in so vielen Büchern fühlen sich die Protagonistinnen einfach schwach, wenn sie irgendwie nicht kämpfen können oder so. Aber es ist so stark, wenn man einfach weitermacht. Wenn man aufsteht und weitermacht. Weil es gibt sicher viele Menschen, die in Evies Situation nicht weitergemacht hätten. Weil sie hat so viel durchgemacht, sie hat so viel erfahren, sie hat eigentlich erfahren, dass ihr komplettes Leben so eine Lüge ist und so. Und dass sie von jedem belogen wurde. Und dass sie Alien-DNA in sich hatten. Sie hat so viel erfahren. Und sie macht trotzdem weiter. Und ich habe so großen Respekt vor Evie, dass sie einfach weitermacht. Und wie sie mit dieser ganzen Situation umgeht. Wie sie mit der Situation umgeht, dass sie früher Nadia war und jetzt Evie. Und dass sie irgendwie in ein fremdes Leben reingepresst wurde. Und einfach wie sie mit der ganzen Situation umgeht. Das ist so stark von ihr. Und Zoe sagt hier einfach die richtigen Worte. Sie spricht mir aus der Seele. Oh, oh.
Und dann guckt sich Ivy so Fotos an. Was ich übrigens auch richtig toll finde, das Hobby von Ivy so fotografieren und so. Ich habe ja schon erwähnt, diese Szene am Anfang, wo sie Luke fotografiert. Und einfach so zwischendurch denkt sie immer wieder mal, diese Szene wäre mega schön, um zu fotografieren und so. Und ich finde es einfach toll, wie ihr Hobby so wirklich eingeflochten wird. Und ja, wo war ich jetzt eigentlich? Genau. Sie hat Fotos von April angeguckt. Und dann kam so ein gruseliger Moment. Also ich fand ihn gruselig, weil sie hat so einen Schatten hinter April gesehen auf den Fotos. Und als sie das erwähnt hat, ich habe dann so selber mal angefangen zu überlegen. Und dann hat sie selber gesagt, heilige Scheiße, ist April etwa ein Arum? Weil irgendwie ist es schon logisch, weil Arums sind ja so Schatten, ne? Und April hat einen Schatten auf den Fotos. Und ja. In dem Moment habe ich wirklich einfach nur das gleiche gedacht wie Ivy, heilige Scheiße. Weil das würde irgendwie auch erklären, warum April so dermaßen gegen die Lux ist, weil wenn sie in Arum ist, dann ist sie ja einfach gegen ihre Ernstfeinde und so, ne? Und dann kommt Heidi zu Ivy und Heidi sagt dann zu Ivy, ja, probieren wir doch mal ein Foto von April drin zu machen und gucken, ob sie drin auch so einen Schatten hat oder ob das einfach nur so eine Illusion ist, weil sie draußen fotografiert hat und so. Und dann finden sie April und dann machen sie ein Foto und dann rastet April aus und sie hat Heidi nicht mal berührt, sie hat sich nicht mehr bewegt und plötzlich fällt Heidi einfach um und blutet hier aus der Schulter und April hat eine blutige, fast durchsichtige Hand und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, was geht hier ab? Oh mein Gott, was geht hier ab? Und dann kommt heraus, dass es April war. April hat in Revenge die ganzen Menschen getötet und die Familien getötet. Das war nicht Mika, das war April. Und Ivy hat auch gesagt, die Augen von April sehen gleich aus wie die Augen von Sarah. Dann habe ich mir so überlegt, ist es so wie bei den Mutationen in der Lux-Reihe? Gibt es Menschen, die diese Mutation überleben und andere Menschen wie Sarah, die sie nicht überleben? Oder was ist die Verbindung? Was ist die Verbindung? Weil Coop ist ja auch so zusammengebrochen und er hat ja auch so was Ähnliches gehabt wie Sarah. Und dann ist Sarah zusammengebrochen. Und jetzt kommt hier April so an und Weil ich glaube, es wird gesagt, dass April kein Arum ist, weil irgendwie alle Lux hätten das doch gespürt, wenn sie ein Arum wäre, oder? Einfach diese ganze Szene, die war so unheimlich, Und dann schleppt Ivy Heidi einfach so raus und dann kommt Emery und einfach diese Szene, wie Emery dann ins Auto geht und wie sie dann Heidi schüttelt und sie dann anfleht, die Augen aufzumachen und so. Und ich habe so gedacht, oh mein Gott, wenn Heidi jetzt stirbt, oh mein Gott, bitte nicht. Und Ivy hat ja auch Luke angerufen und dann ist Luke gekommen und Luke hat sie dann ins Apartment gefahren, weil ja, zwischen einem Lux und die Person, die dieser Lux liebt, sollte man sich nicht stellen. Und Emery hat sich dann um Heidi gekümmert. Emery hat Heidi dann geheilt. Und eben, ne? Emery hat Heidi in einer tödlichen Situation geheilt. Und wir wissen ja alle, was da passiert, ne? Also es kann sein, dass Heidi mutiert. Und wir wissen ja aus der Lux-Reihe, dass diese Mutation nicht immer gut läuft. Ich habe irgendwie so die Angst, auch wenn Luke genug Serien da bei sich hat, dass noch irgendwas mit Heidi passiert und ich will das nicht. Ich will das nicht. Und dann auf Seite 236, 237, da hat mir Luke so ein bisschen das Herz gebrochen, weil er sagt, man rechnet einfach mit dem Schlimmsten und hofft auf das Beste, Peaches. Vertraust du mir? Früher schon. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Mach mich nicht fertig. Und dann fragt sie, liegt es daran, dass ich mich nicht erinnere? Jedenfalls nicht an alles. Oder ist es wegen meiner Mom? Ja, nein, weder noch und doch irgendwie beides. Und einfach die Tatsache, dass er Ivy gesagt hat, dass er ihr nicht vertraut. Das hat mir das Herz gebrochen. Und dann sagt Luke, was hast du denn geglaubt, wie ich reagieren würde? Wenn du mich brauchst, bin ich natürlich da. Ich kann gar nicht anders. Wie ist es möglich, dass du das immer noch nicht weißt? Ja, ich bin wütend. Es gibt keinen Moment, in dem ich nicht wütend wäre, Ivy. Ich weiß es nur gut zu verstecken. Es gibt vieles, worüber ich wütend bin, aber sicher niemals auf dich. Und dann sagt er noch, Peaches, irgendwann wirst du merken, dass ich dich nie verlassen habe und es auch nie tun werde. Mann! Luke kriegt es hin, mir auf der einen Seite das Herz zu brechen und auf der nächsten Seite denke ich mir wieder so, oh mein Gott, du bist so toll. Und auf Seite 241 hat Ivy mir das Herz gebrochen, weil sie denkt, ich weinte wegen Heidi, die heute so knapp dem Tod entronnen ist. Und ich weinte wegen der Panik, die Emery ergriffen haben musste, als sie Heidi gesehen hatte. Ich weinte wegen Zoes und meiner Angst, als wir auf die Nachricht gewartet hatten, dass Heidi gerettet werden konnte. Und ich weinte, weil ich nicht wollte, dass Luke die ganze Zeit wütend war. Ich weinte, weil Luke mich mochte und alles für mich tun würde, mir aber nicht traute, was mir, wenn ich ehrlich war, umgekehrt allerdings nicht anders ging.
Mann, Ivy bricht mir einfach das Herz. Sie bricht mir einfach das Herz. Und dann reden Ivy und Luke darüber, ob Luke je so ein normales Teenagerleben haben wollte und so. Und er sagt dann, er wollte dieses Leben nie, bis Ivy dieses Leben hatte. Und dann wollte er einfach alles davon. Und oh mein Gott. Ich liebe Luke. Und dann denken sie so, dass April das Ganze nicht alleine tun konnte, also diese Angst schüren und all diese Menschen töten. Und dann denken sie, dass sie im Haus von April so einen Hinweis finden würden. Und Luke sagt Ivy dann, es wird zu riskant, es ist zu gefährlich. Und wie Ivy ihm dann einfach den Kopf wäscht und so sagt, alles in ihrem Leben ist riskant und so. Und sie will damit in dieses Haus. Und dann sagt Luke, willst du etwas über Nadia wissen? Sie war die einzige Person, die mich dazu bringen konnte, etwas zu tun, das ich nicht tun wollte oder für keine gute Idee hielt. Egal wie sehr ich befürchtete, etwas wäre zum Scheitern verurteilt. Sie brachte mich dazu, es zu tun. Wenn ich ehrlich bin, hat sie mich komplett um den kleinen Finger gewickelt. Ich kann es nicht so ganz beschreiben. In manchen Situationen, so bescheuert das auch klingt, bin ich eifersüchtig auf Nadia. Es ist deshalb bescheuert, weil Nadia ist ja eigentlich auch Ivy und Ivy ist Nadia und das sind ja eigentlich die gleichen Personen. Aber es gibt Situationen, da bin ich einfach eifersüchtig auf Nadia. Das ist so bescheuert. Einfach wenn Luke über Nadia spricht, manchmal bin ich eifersüchtig auf Nadia. Und dann rufe ich mir immer wieder ins Gedächtnis, Nadia ist Ivy. Er redet von Ivy, wenn er über Nadia redet. Und warum bist du eifersüchtig, Mann, Sarah? Ich kann es nicht ganz beschreiben. Und dann kommt die Szene, wo Ivy merkt, dass es eigentlich egal ist, ob sie jetzt Nadia oder Ivy ist. Dass sie einfach diejenige ist, die sie jetzt ist. Und sie hatte ja immer Angst, dass Luke so das Mädchen von früher liebt. Das Mädchen, das nicht mehr existiert. Und dann habe ich was angestrichen auf Seite 257. Und all diese Dinge waren geschehen, während ich Peaches für ihn gewesen war, nicht Nadia. Was ich empfand, hatte nichts damit zu tun, wer ich früher gewesen war oder wer ich geworden war, sondern nur damit, wer ich im Moment war. Ich habe diese Szene geliebt. Das war wirklich so eine befreiende Szene. Für Ivy, für Luke, für beide, für alle, für mich. Einfach für alle war das eine befreiende Szene. Und dann so, die Folgeseiten sehen so aus und ich werde euch alles vorlesen. Das ist wieder mal so ein Read with me, wo ich tonnenweise vorlese. Weil ich muss einfach vorlesen, was Luke in dieser Szene sagt. Weil einfach alles, jedes einzelne Wort, das er gesagt hat, ich denke mir einfach nur so, oh mein Gott. Niemals könnte ich das und wollte es auch nie. Nicht mit all den Erinnerungen an dich und den Gedanken, was es uns hätte werden können. Sag mir, was du willst. Ich will die Worte aus deinem Mund hören, Ivy. Dich. Ich will dich. Mich hast du bereits. Das kann also nicht dein Wunsch sein. Erst einmal musst du eins richtig verstehen. Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich darauf gewartet habe, dass wir an diesem Punkt ankommen. Ich habe es mir immer wieder ausgemalt, davon geträumt, Albträume deswegen gehabt. Es gab Zeiten, in denen ich nicht geglaubt habe, dass der Moment je käme, aber ich habe nie auch nur eine Sekunde aufgehört, es zu wollen. Dich zu wollen. Ich habe nie aufgehört zu hoffen, dass wir den Weg zueinander wiederfinden würden und irgendwann hier zusammen wären, dass du mich finden und mich wollen würdest, dass ich deiner würdig sein würde. Ich will dich so sehr, dass es mir manchmal den Atem verschlägt. Ich will nichts mehr, als mich mit jedem Teil von mir in dir zu verlieren. Das ist alles, was ich will. Und ja, das ist nicht übertrieben. Weltbild und ein beklopptes harmonisches Verhältnis der einzelnen Spezies auf diesem Planeten sind mir scheißegal. Du bist das Einzige, was ich will und das schon seit einer halben Ewigkeit. Das war auch wieder so eine Szene, wo ich gedacht habe, Lüge, das ist schon echt krass. Auf der einen Seite ist es richtig süß und richtig schön und auf der anderen Seite ist es schon echt krass. Es ist schon echt krass. Bytime-Text. Wenn ich dir gebe, was du willst, gibt es kein Zurück. Bist du bereit dafür? Denn ich habe schon ewig darauf auf dich gewartet. Ich habe nichts anderes getan, als dich zu beobachten und zu warten und ich werde dich nicht noch einmal verlassen. Wenn ich dich jetzt küsse, wenn ich dich berühre, werde ich nicht mehr in der Lage sein, die Dinge so zu nehmen, wie sie bisher waren. Ich werde nicht mehr in der Lage sein, so zu tun, als wärst du nicht mein Ein und Alles. Dann wirst du mich für immer haben, wirst du immer mein sein. Bist du bereit dafür? Denn ich weiß, dass es eine Herausforderung sein wird. Ich bin nicht einfach. Du findest mich jetzt schon ganz schön anstrengend. Was du bis jetzt erlebt hast, ist noch gar nichts, Peaches. Ich brauche sehr viel Zuneigung, deine Zuneigung. Und ich lächze danach. Deshalb sag mir bitte, bist du wirklich bei klarem Verstand, Ivy? Oder ist es nur ein momentanes Verlangen, weil du Ablenkung brauchst? Ich habe das gelesen und ich war wirklich so im siebten Himmel. Ich war im siebten Himmel, sag ich euch. Einfach, oh Mann.
Ich finde auch diese ganze Sache mit diesem Weltfrieden und so einfach, ich finde es einfach so süß, ich finde es einfach so schön. Und ich weiß nicht, was das jetzt über meinen Charakter aussagt, aber ich liebe diese Szene. Ich liebe jedes einzelne Wort, das Luke hier sagt. Ich liebe Luke, ich liebe Evie, ich liebe die zwei zusammen. Ich liebe die Worte auf dieser Seite. Deshalb ist diese Seite auch fast komplett violett angestrichen, weil das ist ein epischer Luke-Moment. Oh. Und dann die Mutter von Evie, nicht die leibliche Mutter, sondern Sylvia. Irgendwie wurde in mir Misstrauen geschürt ihr gegenüber, weil Luke hat Evie, glaube ich, im Juni zu Sylvia gebracht. Und dann ist Evie erst im November an die Schule gegangen. Und niemand hat sie in dieser Zeit gesehen. Niemand. Und Evie wurden auch fremde Erinnerungen eingepflanzt und so. Und sie wurde wirklich in das Leben der alten Evie Dasher reingepresst. Und einfach die Tatsache, dass niemand Evie gesehen hat in dieser Zeit. Nicht mal Luke. Und Luke hat dieses Haus beobachtet. Weder er noch sonst irgendjemand hat sie gesehen. Und einfach die Tatsache, dass Sylvia sie in dieses Leben reingepresst hat. Ja, Sylvia sagt, sie hat Evie vermisst und so. Aber irgendwie wurde mein Misstrauen geschürt. Ich bin so gespannt, ob Sylvia wirklich nichts mit der Seuche zu tun hat und ob sie wirklich nicht mehr mit Daedalus zusammenarbeitet und auf welcher Seite Sylvia wirklich steht. Weil irgendwie mein Misstrauen ist geweckt. Und dann hier auf Seite 276, ich bin ja gerade auf Seite 276, habe ich auch so ein paar Dinge angestrichen, und zwar: Erinnerst du dich, was ich letzte Nacht zu dir gesagt habe? Du hast viel gesagt, stimmt, aber vor einer Sache habe ich dich gewarnt. Du hast mich gewarnt vor... Ich habe dich gewarnt, dass ich viel Zuneigung brauche. Das hast du. Sehr viel. Das merke ich. Ist es zu viel? Nein? Gut. Oh mein Gott! Ich lieb's nicht. Oh mein Gott. Ich liebe die zwei zusammen. Ich liebe diese Szene. Diese Szene ist einfach so schön. Und oh mein Gott. Und dann auf Seite 277 haut Luke noch raus: Wie kann mich jemand nicht mögen? Ich bin doch einfach umwerfend. Ich bin charmant und allseits beliebt. Dein Freund muss mich einfach mögen. Und ich habe mir so gedacht: Ja, das bist du. Ja, Luke ist einfach umwerfend und charmant und allseits beliebt. Ich liebe ihn. Jetzt bin ich auf Seite 277 und ich liebe dieses Buch. Dieses Buch ist einfach episch. Es ist einfach episch. Was ich einfach finde, es gibt noch viel zu wenig grüne Post-its. Das sind ja Damon-Momente. Und es gibt auch noch zu wenig blaue Post-its. Das sind Squad-Momente. Und oh mein Gott, ich freue mich so darauf, weiterzulesen. Und irgendwie eskaliere ich auch so dezent mit dem Leuchtstift. Also ich, oh mein Gott, ich schreibe so viel in dieses Buch rein. Wirklich, ich streiche so viel an, weil dieses Buch ist einfach episch. Ich werde jetzt weiterlesen und ich bin so dermaßen gespannt. Ich bin wirklich so dermaßen gespannt, was jetzt noch passiert. Was es mit dieser Seuche auf sich hat, wo Sylvia steht, was mit Sarah passiert ist, was jetzt April genau ist, wie es mit Luke und Evie weitergeht, ob Katie noch vorkommt, ob Katie und Damon zusammen noch vorkommen. Und ja, ich, oh mein Gott, ich freue mich einfach so dermaßen aufs Weiterlesen. Nicht so ganz. Also das letzte Mal, als ich euch geupdatet habe, war ich auf Seite 277, jetzt bin ich auf Seite 543. Ich habe das Buch beendet. Normalerweise, wenn ich ein Read With Me mache, da melde ich mich so alle 100 Seiten, um mal so über das Gelesene zu reden. Bei Rebellion einfach nicht. Also eigentlich wollte ich mich so ungefähr hier noch melden und dann war ich hier und ich habe einfach weitergelesen. Also wirklich, ich war in der zweiten Hälfte von diesem Buch in einem Suchtfaktor. Ich war im Rausch. Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich mich nicht geupdatet habe, bis ich das Buch beendet habe und dann so gedacht habe, oh, ich mache ja ein Read With Me dazu, ne? Also ja, jetzt rede ich halt über die Hälfte dieses Buches und ich sag's euch, in dieser Hälfte ist eine Menge passiert. Diese Hälfte hat mich sehr geschockt. Diese Hälfte hat mich zu Tränen gerührt. Diese Hälfte hat mich zum Lachen gebracht und diese Hälfte hat mich zerstört. Also ja, in dieser Hälfte ist sehr viel passiert. Oh shit. Ich habe gerade ein Post-it rausgerissen. Das letzte Mal, als ich irgendwas gesagt habe, ist Evie gerade zu Luke ins Auto gestiegen, damit sie zu April nach Hause fahren können. Ich weiß, mir ist bewusst, das ist wieder ein Read With Me, wo ich so dermaßen viel vorlese, aber es gibt einfach so viel in diesem Buch, das ich vorlesen will, weil einfach so viel in diesem Buch legendär ist. Auch auf Seite 278, ich habe das geliebt. Peaches, prompt setzte mein Herz einen Schlag aus. Ja,
Es ist grün, du solltest also, sagte er und grinste mich an, aufhören mich anzustarren und losfahren. Ich blinzelte und wurde rot. Oh ja, tatsächlich, du hast recht. Luke lachte leise in sich hinein. Ich liebe Luke, ich liebe ihn. Und dann auf Seite 280 haut er auch wieder was raus. Sei einfach du selbst. Oder sei ein Einhorn. Eins der zwei. Du bist echt sonderbar. Sonderbar, charmant. Und dann fragt Evie Luke, was sie denn jetzt sind, ob sie wirklich zusammen sind und so. Und er sagt, wenn du diese Frage stellst, habe ich mich gestern wohl nicht deutlich genug ausgedrückt. Es gibt nur dich und mich. Freund und Freundin, Partner, Lover, es ist mir egal, wie du mich nennst, solange du mich dein nennst. Wow, wow. Das habe ich mir auch gedacht. Oh wow, oh wow. Das habe ich mir auch gedacht, Evie. Und, oh Gott. Oh mein Gott. Und dann auf Seite 281, wirklich, dieser Typ haut eine legendäre Zeile nach der anderen raus. Echt, er sah mir tief in die Augen. Du bist die einzige Person, deren Meinung je für mich gezählt hat. Ich mache mir Sorgen, dass ich anstrengend bin, weil ich weiß, dass ich dazu neige. Er legte den Kopf schief. Ich mache mir Sorgen, dass du etwas willst, nur weil du weißt, dass ich es will. Ich mache mir Sorgen, dass ich niemals gut genug für dich sein kann. Ich habe sowas noch nie gemacht, Peaches. Ich bin noch nie in einer Beziehung gewesen, nicht einmal Händchen gehalten habe ich vorher mit irgendjemandem. Ich habe meine Erfahrung gesammelt, aber mit dir erlebe ich vieles zum ersten Mal. Wie sollte ich dann nicht nervös sein? Oh mein Gott. Und dann gehen sie ins Haus von April und das beweist wieder mal, dass Jennifer Armentrout es nicht nur drauf hat, so emotionale Szenen zu schreiben, sondern auch so richtig gruselige Szenen. Weil als sie in diesem Haus waren, es wurde so beschrieben, es ist verlassen, es sieht so aus, als würde niemand da leben, aber es gibt so Beweise, dass irgendjemand da war. Und dann war es einfach so still, kein Ventilator, keine Heizung, kein gar nichts, es war einfach mucksmäuschenstill. Und dann laufen sie da in dieser dunklen Wohnung rum, in diesem dunklen Haus rum. Und ich habe mir einfach so gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe das am Abend gelesen. Ich hatte so Angst, ich sag's euch. Und dann einfach das Ende vom Kapitel. Plötzlich stand Luke hinter mir, legte den Arm um meine Taille und zog mich zurück. Hier ist jemand. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott. Und dann haben sie sich im Kleiderschrank versteckt. Und dann einfach etwas vom Banalsten. Evie musste wegen dem Staub niesen. Ihr Niesen hat sie verraten. Und ich habe mir so gedacht, das hätte auch mir passieren können. Und dann auf Seite 290... Da hat sie sich, glaube ich, wieder an etwas erinnert, weil ich schaffe es nicht ohne ihn. Die Stimme, die sich einen Weg in meine Gedanken bahnte, klang wie meine, aber war nicht meine und schwang darin eine Schwere mit, als hätte sie mehrere Jahre in mir geschlummert. Ich glaube, da hat sie sich wieder an was erinnert, weil sie hat das gedacht, weil Luke dreimal angeschossen wurde. Ihm wurde dreimal in die Brust geschossen. Ich habe mir so gedacht, ja, er kommt zwar unverwundbar rüber und so, aber nicht einmal Luke überlebt drei Schusswunden in der Brust. Und dann hat sie noch so eine Erinnerung. Wenn du nach der Waffe greifst, ist dein Ziel zu töten, nicht zu verwunden. Töten. Diese Stimme, sie klang vertraut. Und schon in dem Moment habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, wer ist das? Weil sie hat ja immer wieder mal so Stimmen gehört. Und ich, ja, oh mein Gott. Die ganze Zeit habe ich gedacht, wer ist das? Und so gegen Ende hatte ich so meine Theorie. Und als ich dann gelesen habe, wer das ist, oh mein Gott. Und dann einfach Luke liegt blutend und halb sterbend auf dem Boden. Und er ist der Einzige, der sowas in so einer Situation bringen kann. Das war mein Lieblingsshirt. Was? Das ist doch nur ein blödes Shirt, Luke. Du blutest ziemlich stark. Du bist durchlöchert wie ein Käse. Ich weiß. Sag mir, was ich tun soll. Nicht so schlimm, du hast drei Wunden in der Brust. Und dann ruft sie Grayson an und er nimmt so ab, yo. Luke wurde angeschossen. Na und? Ist nicht das erste Mal. Ihm wurde mehrmals in die Brust geschossen. Autsch. Das hättest du gleich sagen sollen. Ich glaube, er kommt. Jennifer Armentrout schafft es einfach, so wirklich ernste Situationen so aufzulockern. Es gibt nachher nochmal eine Situation, die ist eigentlich todernst. Aber Jennifer Armentrout hat es geschafft, dass man diese Situation trotzdem witzig findet. Und Luke ist so einer der wenigen Charaktere, die sowas in so einer Situation bringen. Und dann auf Seite 295, was kann ich für dich tun? Sei einfach da. Oh mein Gott. Und dann kommt wieder so ein Kent-Moment. Also ich habe entschieden, dass Kent den Tink-Legenden-Status bekommt. Auch wenn es ihm jetzt nicht mehr wirklich viel helfen kann, weil Jennifer Armentrout hat mir in diesem Buch das Herz gebrochen. Sie hat mir das Herz nicht nur gebrochen, sie hat es mir aus der Brust gerissen, es zerdrückt, zerrissen und in die Ecke geworfen. Und es hat was mit Kent zu tun. Aber jetzt zur Seite 295 ist er noch da und hat wieder einen Kent-Moment. Und zwar, blutest du mir jetzt das ganze Auto voll? Bei mir ist es nämlich wie bei Uber. Für Blut und Kotze wird Strafe gezahlt. Ein Wasser für dich. Das ist auch einer der wenigen Charaktere, die so etwas in so einer Situation bringen können. Und dann einfach, ich glaub's ja nicht, dass du dich hast niederschießen lassen. Schon wieder. Ihr seid wirklich sehr mitfühlend. Warum tut ihr alles so, als würde das dauernd passieren?
Ist es so? Kriegst du häufig eine Kugel ab? Wird er oft angeschossen? Darauf antwortest du nicht. Was? Bei Luke ist alles möglich. Bei ihm ist alles möglich. Und wir haben ja schon gemerkt, er erzählt Ivy nicht wirklich alles, ne? Und jetzt kommt noch raus, dass er des Öfteren angeschossen wird. Ja. Und dann einfach Luke und Grayson. Grayson ist auch so ein Charakter. Am Anfang fand ich ihn nervig und blöd. Mittlerweile habe ich meine Meinung über ihn geändert. Ja. Und ich freue mich schon sehr auf den nächsten Teil, wenn man Grayson noch besser kennenlernt, weil ich habe so das Gefühl, unter dieser ganzen unhöflichen, mürrischen Art versteckt sich ein sehr gutes Herz. Und oh mein Gott, ich freue mich auf Grayson. Jedenfalls, Grayson und Luke haben auch so ihre Momente. Ich werde nicht ohnmächtig, murmelte Luke. Ich werde nie ohnmächtig. Das will ich doch hoffen, du bist nämlich sauschwer. In diesem Buch gibt es so viele Momente, wo es eigentlich eine mega ernste Situation ist, aber die Charaktere lockern es einfach auf, weil die Charaktere legendär sind. Und dann auf Seite 298, komm schon, das weiß doch jeder, Lux ist lateinisch für überempfindliche Heulsuse. Eigentlich sollte ich in dieser Situation nicht lachen, weil er liegt sterbend im Auto. Aber ich habe trotzdem durchgehend gelacht. Und dann kommt die Szene. Das ist eigentlich todernst und tödlich, weil sie werden verfolgt. Aber Jennifer Armentrout hat in diese Szene einen Song reingebracht. Und zwar Ballroom Blitz von Sweet. Sie hat auch immer so die Songzeilen hier reingemacht. Und als allererstes habe ich diese Szene ohne den Song gehört. Und da habe ich so gedacht, oh mein Gott, das ist richtig ernst. Dann habe ich diese Szene nochmal gelesen mit dem Song. Und ich konnte diese Szene einfach weil Ken schaltet eben dieses Lied an. Und dann kommen zwischendurch immer wieder mal so die Songtexte. Und ihr müsst euch diese Szene einfach durchlesen und dieses Lied im Hintergrund laufen lassen. Und am besten lest ihr diese Szene noch, dass ihr immer die Textzeilen richtig lest, wenn sie auch gesungen werden und so. Das ist so genial. Ihr könnt diese Szene nachher nicht mehr ernst nehmen. Also, man weiß immer noch, dass sie ernst und tödlich ist, aber man kann sie nicht mehr wirklich ernst nehmen, weil man stellt sich dann die ganze Zeit Luke so vor, wie er da blutend und durchlöchert auf dem Rücksitz hockt und dann zur Musik mitsummt und die ganze Zeit so mitklopft und sie werden verfolgt und Ivy crasht daneben dran. Und einfach alle chillen da ihre Basis, obwohl sie verfolgt werden und hören dieses Lied und man kann diese Szene einfach nicht mehr ernst nehmen. Ich lieb's. Also ja, lest unbedingt diese Szene und hört euch dieses Lied an. Das ist episch. Und dann macht Ivy neben Luke im Bett auf und Grayson hat Ivy und Luke geheilt. Da war schon so der erste Moment, wo ich so gedacht habe, okay, Grayson ist doch nicht so ein Arsch. Weil er hat sie freiwillig geheilt. Das war so der Anfang, wo ich Grayson angefangen habe, sympathisch zu finden. Mittlerweile finde ich ihn sehr sympathisch. Und dann auf Seite 305, du hättest sterben können. So leicht passiert das nicht. Das war nichts Leichtes. Du hast sehr stark geblutet und brauchst Hilfe. Ich habe noch nie zuvor erlebt, dass du Hilfe brauchtest. Das hat gesessen, weil Luke ist wirklich so ein Charakter. Er braucht keine Hilfe. Eigentlich. Er hat noch nie Hilfe gebraucht. Und in diesem Moment hat er Hilfe gebraucht. Und man merkt, dass eine Situation ernst ist, wenn Luke Hilfe braucht. Weil eigentlich hat er immer alles unter Kontrolle. Aber so in der zweiten Hälfte von Rebellion hat man immer wie mehr gemerkt, dass ihm so die Kontrolle entgleitet und dass er nicht mehr alles im Griff hat. Und das hat ihm zugesetzt. Und dann auf Seite 306 erzählt Ivy Luke, dass sie sich so erinnert hat, dass er schon mal zu ihr gesagt hat, dass er sie nicht verlassen würde und so. Und oh mein Gott. Ich liebe es einfach, wenn sie sich erinnert. Das ist so gut. Und dann haben sie sich so die Projektile angeguckt, mit denen Luke angeschossen wurde. Und dann haben sie gemerkt, dass diese Projektile nicht töten sollen, sondern verwunden. Und schon da habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, das kann nichts Gutes bedeuten. Und dann kommt ihnen eine Vermutung über Daedalus. Ich glaube nicht, dass sie wieder da sind. Langsam habe ich das Gefühl, dass sie nie weg waren. Oh mein Gott. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass sie nie weg waren, weil Mika hat am Ende von Revenge gesagt, dass Daedalus nicht weg ist. Und dann auf Seite 313 fängt James an zu erzählen, dass es ihm nicht gut geht und dass er sich so krank fühlt und so. Und dann habe ich so gedacht, wenn James jetzt die Seuche kriegt, ich schreie. Man weiß immer noch nicht, ob dieser Typ jetzt die Seuche hat, ob er jetzt geimpft ist oder nicht. Man weiß es nicht. Ja, wir können jetzt ein Jahr warten, bis wir erfahren, ob James die Seuche hat oder ob er gesund ist. Und dann geht Ivy auf die Toilette. Und wen trifft sie auf der Toilette? Sie trifft April. Und ich habe mir so gedacht, das geht nicht gut. Das letzte Mal, als sie auf April getroffen ist, lag Heidi da halb sterbend auf dem Boden. Und jetzt trifft sie wieder auf April. Und April sagt, wir sind Alpha und Omega. Wir sind der Anfang und das Ende. Und als ich das gelesen habe, ich hatte Gänsehaut. Und dann sagt April noch etwas. Wer zum Teufel bist du? Die Sache macht
natürlich für mich sehr, sehr interessant. Aber bald werden wir es wissen. Alles, was ich getan habe, was wir tun, ist für das große Ganze. Ein Krieg steht uns bevor, Imi. Der große Krieg. Der einzige Krieg. Und in dem werden die Karten ganz neu gemischt. Und in dem Moment habe ich so gedacht, von was redest du, April? Und dann kommt diese Cassiopeia-Welle. Und dann legt sich in Imi so ein Schalter um und sie wird so zum Terminator. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Weil April sagt dann ein Leben und Imi sagt für ein Leben. Und dann sagt April, perfekt, komm, er wartet auf uns. Und in dem Moment habe ich gedacht, wer zur Hölle wartet auf euch? Und sie ist dann einfach so eine richtige Killermaschine. Und dann wird hier beschrieben, sie wurde zu einem Schatten, einem brennenden Schatten. Also April wurde zu einem brennenden Schatten und The Burning Shadow. The Burning Shadow. In dem Moment habe ich so gedacht, oh mein Gott, der Titel macht voll Sinn. Aber in dem Moment habe ich auch gedacht, das Buch heißt nicht The Burning Shadow, bloß weil April sich jetzt einmal in brennenden Schatten verwandelt. Da kommt noch mehr. Oh mein Gott, und wie da noch was mehr gekommen ist. Als ich das am Ende gelesen habe, ich habe so gedacht, oh mein Gott. Ja, und dann guckt Imi in den Spiegel und dann sieht sie ihre Augen. Die Iris waren schwarz, die Pupillen weiß. Wer hatte noch so Pupillen? Sarah. Wer hatte noch so Pupillen? April. Wer hat jetzt so Pupillen? Imi. Ja. Und dann ruft sie Luke an, weil sie kann ja nicht aus der Toilette, solange sie solche Augen hat. Und dann kommt Luke und dann erzählt Imi Luke, was sie für Schmerzen hatte und wie sie sich verwandelt hat und an was sie sich erinnert hat. Und er sagt dann, Peaches, hör auf, ich kann es nicht ertragen, wenn du so etwas sagst. Und wenn ich mir vorstelle, dass du solche Schmerzen erleiden musstest und ich nichts dagegen tun konnte, würde ich am liebsten sofort etwas in die Luft sprengen. Ich habe nicht einmal davon gewusst, ich hätte bei dir sein müssen. Du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin noch da. Und dann kommt eine Szene, da hat man gemerkt, dass die Situation ernst ist, weil, ja, ich lese euch jetzt die ganze Seite vor, ihr müsst da jetzt durch. Das wird nicht passieren, ich werde es nicht zulassen. Hör auf so zu reden. Mit klopfendem Herzen sprang ich auf. Du kannst nicht alles im Griff haben, das hat niemand. Das sehe ich anders. Mit angespannter Miene wandte er sich ab und ich merkte, wie sich die Luft elektrisch auflud. Ich habe immer alles im Griff. In diesem Fall nicht, erwiderte ich kopfschüttelnd. Warum glaubst du, dass es unmöglich ist? Alles spricht dafür, dass, weil ich es wüsste, brüllte er, während er sich wieder zu mir drehte. Eine Energiewelle rauschte durch den Raum. In der Lampe auf dem Tischchen am Ende des Sofas explodierte die Birne, was mich zusammenzucken ließ. Luke senkte das Kinn. Ich sollte es wissen, wenn du kein Mensch wärst. Wenn das Serum bei dir noch mehr bewirkt hätte, als dir das Leben zu retten. Du kannst nicht alles wissen, Luke. Er schüttelte den Kopf und trat vor. Ich kenne dich. Stockend hol dich Luft. Erst vor wenigen Tagen hast du noch behauptet, du würdest Nadia kennen, mich aber nicht. Hat sich das geändert? Ja, ich habe mich geirrt. Im nächsten Augenblick stand er erneut vor mir. Das ist mir in dem Moment bewusst geworden, als du mir gesagt hast, dass du mich willst. Mein Herz stolperte und setzte einen Schlag aus. Das bedeutet aber nicht, dass du weißt, was gerade mit mir geschieht und dass etwas geschieht, steht außer Frage. Luke holte tief Luft und wandte sich von mir ab und ging in Richtung Fenster. Die Jalousien waren hochgezogen, doch der Novemberhimmel war grau und bedeckt. Das gefällt mir nicht. Ich weiß eigentlich immer, was passiert. Ich habe immer eine Antwort. Er fuhr sich durchs Haar, aber in diesem Fall habe ich keine Ahnung. Das erinnert mich an, ich machte einen Schritt auf ihn zu. Woran? Als du krank wurdest. Er sprach jetzt so leise, dass ich ihn kaum hörte. Damals wusste ich auch keine Lösung. Ich konnte dir nicht helfen. Ich konnte nichts tun, außer... Er legte den Kopf in den Nacken und atmete seufzend aus. Es war das einzige Mal, dass ich wirklich Angst gehabt habe. Ich wollte zu ihm gehen, blieb aber wie angewurzelt stehen. Hast du jetzt auch Angst? Wieder rauschte eine Energiewelle durch den Raum und brachte meine Haut zum Kribbeln. Ja, habe ich. Ja, man weiß, dass die Sache ernst ist, weil Luke Angst hat. Und dann kam so eine Szene, die hat mich so ein bisschen an Damon und Katie erinnert, in, glaube ich, Band 3. Weil Luke hat Ivy eine Kamera gekauft, weil Ivys Kamera ging ja kaputt. Und Damon hat in Opal Katie einen Laptop gekauft, weil ihr Laptop kaputt ging. Und das hat mich so ein bisschen erinnert und das war so schön. Und dann kommt diese Obduktion. Ich glaube, es heißt Obduktion, oder? Jedenfalls wollen sie April in der Küche aufschneiden. Und ich habe mir so gedacht, okay, machen wir tagtäglich, oder? Und dann kommt Clyde und sagt, ich führe jetzt die erste Obduktion meines Lebens durch. Schön für dich. Das ist wirklich schön für dich. Und dann sagt er noch, ich will wissen, wie sie von innen aussieht. Okay, Clyde. Tu dir keinen Zwang an, tu dir keinen Zwang an. Und dann wollen sie nochmal diesen Knopf drücken, um diese Cassiopeia-Welle auszulösen. Und dann sagt Luke, nichts ist es wert, mit anzusehen, wie du Schmerzen erleidest. Nicht einmal, dass du dich anschließend an jede verdammte Sekunde als Nadia erinnerst. Oh mein Gott.
Und dann kommt so eine Szene, wo Luke und Ivy miteinander reden und wo Luke Ivy erzählt, wie tapfer sie war, als sie die Diagnose bekommen hat und so. Und ich war kurz vorm Heulen. Und dann kommt die Szene, wo einfach alles den Bach runtergegangen ist, weil dann schläft Ivy ein und Luke geht. Und dann wird sie von ihrer Mutter geweckt und ihre Mutter sagt, du befolgst jetzt bitte genau, was ich dir sage, Ivy. Sie sind nämlich hinter dir her. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und auf Seite 360 kommt dann, und wenn die Leute es merken, ist es schon zu spät. Es war von Anfang an so geplant. Sie haben das alles zugelassen, aber nun haben sie die Kontrolle verloren und wir müssen weg. Und in dem Moment habe ich so gedacht, oh mein Gott, sie ist in allem verstrickt. Sie hat Ivy die ganze Zeit angelogen. Und Ivy sagt ihr das dann auch, dass sie ihr nicht traut. Und dann wird ihre Mutter erschossen. Ihre Mutter wird erschossen, weil Ivy nicht vorwärts gemacht hat. Irgendwie ist es gut, dass Ivy nicht vorwärts gemacht hat, weil sehr wahrscheinlich wären sie dann rausgegangen und sie hätten sie draußen erwischt und Luke und die anderen wären zu spät gekommen. Aber auf der anderen Seite macht sich Ivy natürlich auch mega die Vorwürfe, weil sie ja nicht vorwärts gemacht hat. Und das Letzte, was sie zu ihrer Mutter gesagt hat, war, dass sie ihr nicht vertraut. Ich habe so mitgelitten mit Ivy in dem Moment. Und dann, es ist wieder eine erste Szene und dann kommt Luke mit einem T-Shirt. Hallo, ich bin der Terminator. Komm mit mir, wenn du leben willst. Und dann fragt er Ivy, sie sind gerade in einer richtig tödlichen Situation, ne? Er fragt Ivy, ob sie den Terminator 2 kennt. Und wenn nicht, dann funktioniert das mit den beiden nicht. Und dann habe ich so gedacht, Luke, dir ist aber schon bewusst, dass Leute auf euch schießen. Und dann fragt er auch noch den Typen mit der Waffe, ob der den Terminator 2 kennt. Und ich habe mir so gedacht, okay. Okay. Und dann auf Seite 373 denkt Ivy etwas, weil ich ihm vertraute. Bedingungslos. Und in dem Moment habe ich gedacht, oh mein Gott. Und dann kommt heraus, dass sie das alles geplant haben, dass sie Luke und die anderen so beschäftigt haben, damit Ivy alleine ist, damit sie Ivy holen können. Und Jess und Clyde sind gestorben und der ganze Club ist abgebrannt und ich habe mir so gedacht, okay, wir sind am Tiefpunkt angekommen. Jennifer Armstrong hat so gedacht, nee, wir sind noch lange nicht am Tiefpunkt angekommen. Und dann versuchen sie, das Geschehene zu verarbeiten. Das war auch wieder so eine Szene, wo ich fast angefangen habe zu heulen. Okay, ich habe angefangen zu heulen. Und dann entscheiden sie sich, in Zone 3 zu gehen. Und dann denkt man so, okay, sie haben einen Plan. Sie sind anscheinend an einem sicheren Ort. Ja, am Arsch sind sie an einem sicheren Ort. Weil das Kapitel endet so. Den Lauf einer Waffe. Ja. Ivy guckt in den Lauf einer Waffe. Und ich denke mir so, oh mein Gott. Und dann kommt eine Szene. Da sieht man mal, wie dermaßen krass Luke eigentlich ist. Weil er schwebt über den Boden. Er reißt den Menschen die Waffen, ohne dass er die Waffen berührt, aus den Händen, dreht die Waffen um und er schießt einfach alle Männer. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und Ivy erinnert sich dann an etwas, das Mika gesagt hat. Wir alle waren dunkle Sterne, aber Luke, er war der dunkelste. Oh mein Gott. In dem Moment hat man es gespürt. Und auch, das ist wieder so typisch Luke. Erinnert ihr euch an den ersten X-Men-Film? Er ist alt, aber immer noch genial. Wenn ihr mich fragt, enthält er eine der besten Szenen der Filmgeschichte. Ich tue euch mal einen Gefallen und stelle sie für euch nach. Das ist was. Nur Luke kann das in so einer Situation bringen. Und nach dieser Szene spürt man, dass zwischen Luke und Ivy so eine Distanz ist. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, bitte entferne dich jetzt nicht von ihr. Wenn du dich jetzt von ihr entfernst, dann werde ich heulen. Dann werde ich am Heulen. Und auf Seite 397 denkt Ivy etwas. Das hat mich was zum Heulen gebracht. Wahrscheinlich hatten sie Familie gehabt. Es waren Leute gewesen, die jeden Morgen aufstanden, Kaffee tranken und sich über die neuesten Nachrichten informierten. Leute, die wahrscheinlich gern Schokoladenkuchen und Steak aßen. Leute, die meinem Leben ein Ende setzen wollen. Leute, die dem Leben meiner Mutter ein Ende gesetzt hatten, bevor ich die Möglichkeit gehabt hatte, sie wirklich kennenzulernen. Denn in diesem Yukon, eingekeilt zwischen Zoe und Luke, wurde mir bewusst, dass ich sie nie gekannt hatte. Nicht wirklich. Und dann auf der nächsten Seite kommt wieder so ein Kent-Moment, weil er ist geschockt, dass Ivy noch nie eine Fanta getrunken hat. Ich liebe Kent. Habe ich das schon mal gesagt? Ich liebe Kent. Und dann auf Seite 401 hat Luke mich wieder fast zum Heulen gebracht. Mich belastet nicht, dass sie tot sind, Ivy. Als sie auf dich losgegangen sind, war es das für mich. Ich wusste, dass sie dort nicht mehr lebendig rausmarschieren würden. Es ist auch nicht, was im Vorboten passiert ist. Jess und Clyde zu verlieren wird an mir nagen, keine Frage. Am schlimmsten aber ist, dass das, was dir jetzt widerfährt, meine Schuld ist. Ich habe dir das angetan. Ich habe es getan, um dich zu retten. Stattdessen stehst du nun im Fadenkreuz von Daedalus. Und dann auf Seite 411. Sie sind im Haus von Luke und anscheinend soll es da auch sicher sein. Ich sage immer anscheinend, weil es ist nicht wirklich sicher. Und da kommt eine Szene, da hat Ivy was erkannt. Und zwar, ich sah aus wie immer. Wie oft hatte ich zu Hause vor dem Badezimmerspiegel gestanden und versucht herauszufinden, ob ich mehr Ivy oder mehr Nadia war. Wie oft hatte ich nachts wachgelegen und mich mit dem Gedanken gequält, wer ich früher gewesen war
und wer ich jetzt war. Unzählige Male. Zu viele Male. Inzwischen war mir klar geworden, dass es egal war. Ich war eine Mischung aus beiden und gleichzeitig keine von ihnen. Und dann kommt die Badezimmer-Szene. Sie kommt aus dem Badezimmer, Luke kommt aus dem Badezimmer und sie laufen ineinander rein und Luke ist hungrig. Ich habe diese Szene geliebt. Und dann ist Luke errötet. Der Luke. Die Killermaschine ist errötet und ich hab's geliebt. Und dann auf Seite 416 sagt er, mein richtiger Name ist Lukas. Du wusstest es. Ich habe es dir erzählt, als wir jünger waren. Und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf kam, aber irgendwie wollte ich, dass du es wieder weißt. Oh mein Gott! Und dann versuchen sie, Luke Nachnamen zu geben. Und er kommt auf den Nachnamen King. Luke King. Ja, genau. Und dann sagt er, ich glaube nicht, dass du mich so gut kennst, wie du glaubst. Warum sagst du so etwas? Weil ich glaube, dass ich so viel Lob nicht verdient habe. Oh, Luke bricht mir einfach das Herz. Er bricht mir einfach das Herz, wenn er solche Dinge sagt. Und dann auf Seite 423 kommt heraus, dass Evie verdächtigt wird. Und zwar, dass sie ihre Mutter ermordet haben soll. Und Luke hat Evie gesagt, sie soll nicht zur Kellertür gehen. Und dann geht die Kellertür plötzlich auf. Das war wieder auch so ein Moment, da hatte ich einfach nur Angst. Die Kellertür ging so ein bisschen auf. Sie geht dorthin. Mach die Kellertür komplett auf. In dem Moment habe ich so gedacht, oh mein Gott, Evie, du hast Mut. Du hast Mut, ich wäre schreit davon gerannt. Und dann kommt ein Arum da raus und er sagt, hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Hier ist was nicht normal. Und ich habe mir so gedacht, du sprichst mir aus der Seele, Mann. Es ist eindeutig was nicht richtig. Und dann kommt Luke. Und er ist angepisst, weil Evie an die Tür gegangen ist. Und Evie ist angepisst, weil Luke wieder etwas Böses gesagt hat. Und dann streiten sie sich und dann sagt Luke, du bist wunderschön, wenn du zornig bist. Und das nimmt ihr einfach die komplette Luft aus den Segeln. Und dann sagt sie ihm, du hast mir versprochen, dass du mich nicht mehr verlassen würdest. Nie wieder. Und das habe ich auch nicht getan. Hast du wohl. Mental und emotional hast du mich vollkommen allein gelassen. Und ich verstehe nicht, was du von mir willst. Du sagst, es könne immer nur an mich geben. Dass ich für dich die Einzige wäre. Das bist du auch. Du bist mein Ein und Alles. Bist es immer gewesen. Wir sind füreinander geschaffen. Und dann sagt er wieder, dass es seine Schuld ist. Dass es seine Schuld ist, was alles mit ihr passiert. Und sie sagt ihm dann, sie macht ihm dann klar, dank ihm ist sie am Leben. Dank ihm haben sie eine zweite Chance bekommen. Und das, oh mein Gott. Und dann auf Seite 438, ich habe fast angefangen zu heulen vor Freude, weil du verdienst mich sehr wohl. Und so sehr ich mir wünsche, all die schrecklichen Dinge wären nicht passiert, es ist nicht deine Schuld. Ich könnte dir nie die Schuld geben, denn ich glaube, ich liebe dich und ich will nicht, dass du es bereust, mit mir hier zu sein. Ich liebe dich, sagt ich zitternd. Ich liebe dich, Luke. Oh mein Gott. Ich habe diese Szene geliebt. Ich habe diese Szene geliebt. Und dann auf Seite 439. Darauf, dass du das sagst, habe ich mein ganzes Leben gewartet, glaube ich. Dass deine Lippen diese Worte formen. Vielleicht verdiene ich sie nicht, aber ich lächle danach. Und ich bin noch immer egoistisch. Zurücknehmen kannst du sie nicht. Das will ich auch gar nicht. Du hast jedes einzelne Wort verdient, was ich gesagt habe. Dann kommt eine wunderschöne Szene. Und ich hab diese Szene geliebt. Und dann kommt heraus, dass Luke das Ganze noch nie getan hat. Und es ist einfach so süß, wie er so ein bisschen unsicher. Ich liebe es einfach. Ich liebe diese Szene. Und dann kommt wieder dieser liebes, toller Oktopus. Und ich habe mir so gedacht, Luke, du bist eine Legende. Luke, du bist eine Legende. Ich liebe dich. Und dann auf Seite 449. Luke, Peaches, danke. Wofür? Dass du da bist. Danke, dass du da bist. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott. Und dann, das Seite 451 kommt wieder eine Damon-Szene. Damon kommt wieder vor. Oh mein Gott. In diesem Buch gibt es so geniale Squad-Momente. Es gibt so geniale Szenen, wo der ganze Squad vorkommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Und ich habe so gedacht, nur Damon. Also ich meine, er ist Damon. Das ist schon genial. Aber ich habe gedacht, Damon ist hier. Und dann kommt raus, dass auch noch Archer dabei ist. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott. Jetzt fehlen nur noch Katie und Bethany und Ashley. Und dann sind alle vorgekommen und ich lieb's. Sie sind dann auch noch gekommen und ich hab's geliebt. Und dann kommt Evie runter und sie hatte vorher wieder so eine Erinnerung von dieser Stimme und sie hatte halt wieder diese Augen, ne? Und dann sieht Archer diese Augen und sagt, oh Gott, Luke! Ich hab dich schon beim ersten Mal verstanden, Archer. Und ich würde euch raten, erst einmal nachzudenken, bevor ihr überreagiert oder etwas von euch gebt. Ich kann alles erklären. Hoffe ich. Und dann kommt eine Szene. Ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, bitte nicht meine Babys. Weil Luke und Damon bedrohen sich gegenseitig. Weil Damon hat halt das Gefühl, dass Evie eine Bedrohung ist. Und dann geht er auf Evie zu und Luke stellt sich zwischen die beiden. Und er bedroht Damon. Damon bedroht zurück. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, wenn die zwei sich jetzt gegenseitig bekämpfen. Wenn die zwei voll deppen sich jetzt irgendwie verletzt oder irgendjemand anderen verletzt. Ich werde heulen. Das war wirklich so ein Kräftemessen.
gemessen, davor hatte ich Angst. Davor hatte ich richtig Angst. Es war eine epische Szene. Aber ich hatte so Angst, dass irgendetwas irgendjemandem passiert, weil das war so eine Szene, da hätte alles passieren können. Und dann, seit 460 hat Jennifer Armstrong mir das Herz rausgerissen, sie hat es zerquetscht und in die Ecke geworfen, weil Kent, die lebende Legende in Rebellion, Kent, den ich so dermaßen in mein Herz geschlossen habe, weil er den Tink-Legenden-Status hat. Er ist der Tink in Rebellion. Kent mit dem blauen Irokesenschnitt ist tot. Und nicht einfach nur irgendwie, er steht da im Raum, isst seine Donuts und dann wird er von hinten angeschossen. Sein halbes Gesicht ist weg. Und wie dann einfach beschrieben wird, wie glaube ich Damon oder so, sich ebenfalls übers Gesicht streicht und dann Blutspuren hat und dann einfach so, oh nein, bitte nicht. Kent war tot, noch ehe er auf dem Boden aufschlug. Und ich habe so gedacht, oh mein Gott, nein! In dem Moment habe ich wirklich gedacht, Jennifer Armstrong will mich verarschen. Sie will mich verarschen. Ich habe mir so gedacht, nee, Kent ist jetzt nicht tot. Er ist jetzt nicht tot. Doch, er war tot. Und ich habe mir so gedacht, das meint die jetzt nicht ernst? Sie kann Kent doch nicht einfach umbringen. Sie kann doch diesen legendären Tink-Legenden-Statusträger nicht einfach umbringen. Das hat sie aber getan. Und sie hat mir das Herz gebrochen. Und dann auf Seite 463. Ich dachte an den auf dem Boden liegenden Kent. Ich dachte an meine Mom. Ich dachte an Jess und Clyde und wer weiß wie viele andere, die meinetwegen bereits gestorben waren. Und ich dachte daran, wie Luke mir das Leben gerettet hatte, wahrscheinlich öfter als mir bewusst war. Deshalb war es an der Zeit, Science zu retten. Und dann ist sie vorgetreten. Und dann hat sie sich wieder in den Terminator verwandelt. Und dann kam irgendwo, sie darf sich nicht umdrehen. Wenn sie es kommen sieht, funktioniert es nicht. Und in dem Moment habe ich so gedacht, oh mein Gott, vor was reden die? Und dann verwandelt sie sich in den Terminator und sie vergisst einfach alles. Sie hat keine Ahnung mehr, wer Luke ist. Sie hat keine Ahnung mehr, wer Damon ist. Sie hat einfach gar keine Ahnung mehr. Und dann greift sie die beiden an. Sie greift Luke an, sie greift Damon an und sie ist stärker als Damon und Luke zusammen. Sie schafft es, Damon an die Wand zu knallen, damit er auf dem Boden liegen bleibt. Sie schafft es, Luke in die Knie zu zwingen. Und diese Szene hat mir Angst gemacht, weil in diesem Moment hatte ich wirklich Angst, dass irgendwas mit Damon passiert, dass irgendwas mit Luke passiert, dass irgendwas mit Evie passiert. Ich hatte einfach um jeden einzelnen meiner Babys Angst. Und diese Szene, sie war einfach episch. Wie Evie da ausrastet, wie Evie da sich verwandelt. Und wie, oh mein Gott, das war so gut. Ich bin gerade am Schneiden. Und habe gemerkt, dass ich zwei Dinge gar nicht gesagt habe, die ich eigentlich sagen wollte, weil diese Dinge einfach nur episch sind. Okay, es sind drei Sachen. Okay, und zwar hat es eben mit diesem Kampf zu tun, und zwar drei Sachen, die Evie denkt. Die erste Sache ist, Violet Auge war stark, gefährlich, kraftvoll, eine Bedrohung, aber ich war mehr. Ich habe es gelesen und gedacht, oh mein Gott, Evie! Und dann das Ende vom Kapitel. Luke sagt Damon, du musst bitte tun, was ich dir sage und abhauen. Jetzt. Hau jetzt ab, verdammt. Zu spät. Ich hob die Hand und ließ den Zorn in mir freien Lauf. Sollte er sein Ziel finden. In dem Moment habe ich wirklich gedacht, dass Damon irgendwas passiert. Ich habe nicht gedacht, dass okay, es hätte sein können, dass er stirbt, aber ich hatte einfach Angst, dass Damon was passiert. Und dann, er mochte die personifizierte Kraft sein. Ich aber war nahezu Gott. Oh mein Gott. Das ist einfach episch auf einem anderen Level. Wenn man bedenkt, dass Evie am Anfang von dieser Reihe ein Mensch war, dann ist das krass. Dann ist das richtig krass, weil wir sind im zweiten Teil und sie ist jetzt schon nahezu Gott. Und dann einfach, wie Evie Luke in die Knie zwingt und wie man richtig sieht, wie Luke kämpfen muss, damit er überlebt. Und ich bin nicht im Fokus. Warum bin ich nicht im Fokus? Luke muss richtig darum kämpfen, dass er überlebt. Und ich denke mir einfach so, Evie, Mann, wie stark bist du eigentlich? Eine der besten Szenen, die ich je gelesen habe. Eine der epischsten Szenen, die ich je gelesen habe. Ich liebe diese Szene. Und das musste ich jetzt einfach noch kurz sagen. Und dann Evie hat sich den Männern halt so gestellt, bevor sie gewusst hat, dass sie zum Terminator wird. Und Luke wirft ihr das dann halt vor. Also er sagt, dass er solche Angst um sie hat und dass sie das nie wieder tun soll. Und egal wie viele Menschen auf dem Spiel stehen, dass sie das nicht tun darf. Und dann hat sie Luke gesagt, ich habe versucht Leben zu retten, die mir etwas bedeuten. Wenn du wirklich glaubst, dass ich tatenlos zugesehen hätte, wie noch mehr Leute meinetwegen sterben, dann kennst du mich schlecht. Und dann kommt eine Szene. Sie haben einen von diesen Männern nicht umgebracht, damit sie ihn fragen können. Und dann kommt was heraus. Ich habe mir so gedacht, heilige Scheiße, das meint's jetzt nicht ernst. Oh mein Gott, das meint's jetzt nicht ernst, weil Daedalus größter Erfolg und zugleich das scheußlichste, was sie je erschaffen haben. Das ist das Poseidon-Projekt. Das Poseidon-Projekt.
Und ich habe mir so gedacht, die wollen mich doch jetzt verarschen. Die haben jetzt nicht schon wieder ein neues Projekt. Schnallen die das nicht langsam, dass sie nicht Gott spielen sollten? Und dann kommt heraus, dass dieses Projekt schon viel länger ist als das Projekt der Origins oder so. Weil das Poseidon-Projekt ist die Verknüpfung von Lux und Arum-DNA. Und dann die Mutation ist wie in einem Horrorfilm, sie verändern sich auf Zellebene. Und dann sind sie programmierte, nicht aufzuhaltende Killer. Das meinen die jetzt nicht ernst? Das meinen die jetzt nicht ernst? Weil Eevee ist auch so eine. Eevee ist auch so eine. Und dann erzählt dieser Typ auch noch, dass man Eevee nicht erschießen kann oder so, weil irgendetwas in ihr drin sie beschützt. Und dann sagt er von hinten, wenn du das Projektil nicht kommen siehst, kannst du es auch nicht aufhalten. Und dann auf Seite 491, Mika hatte es gewusst. Er hatte gewusst, was ich war. Oh mein Gott. Oh mein Gott, diese Organisation hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Weil es gibt Trojaner und diese Trojaner übertragen dann so diese Seuche. Meine Kamera will mir, glaube ich, was sagen, weil der Akku war leer. Aber ich muss jetzt noch über dieses Buch sprechen. Okay, ich hoffe, der Akku hält jetzt, bis ich das Buch fertig besprochen habe. Ich glaube, ich war bei der Seuche, ne? Also diejenigen, die eine Grippeimpfung haben, die haben dann einfach die Grippe ihres Lebens. Und diejenigen, die keine Impfung haben, die infizieren sich dann. Und entweder sie überleben die Mutation oder sie überleben sie nicht. Und ich habe mir einfach so gedacht, die Seuche ist jetzt im Umlauf. Wie zur Hölle wollen sie das aufhalten? Das ist eine Katastrophe, das ist die einzige Katastrophe. Das war wirklich so ein Moment. Ich war fertig mit meinen Nerven. Ich war fertig mit meinen Nerven und dann kamen noch die letzten 50 Seiten und ich war komplett fertig. Und dann auf Seite 492 habe ich noch was angestrichen. Das war einfach so gut geschrieben. Mit Kent wäre es wahrscheinlich nicht so still gewesen. Er hätte einen unangebrachten Witz gerissen und wahrscheinlich wäre ihm wieder irgendein abstruser Spitzname für mich eingefallen und wir hätten alle gelacht. Das Einzige, womit ich mich trösten konnte, war, dass er es nicht hatte kommen sehen. Er hatte keine Schmerzen verspürt. Er hatte eingeatmet. Und dann nicht mehr ausgeatmet. Das ist so gut geschrieben. Das ist so gut geschrieben. Und dann einfach die Freundschaft zwischen Damon und Luke, die ist wirklich so faszinierend. Also im einen Moment bedrohen sich die beiden und im nächsten Moment können sie wieder miteinander lachen. Also ihre Romanze ist wirklich, die ist genial. Und dann auf Seite 498. Aber viele wollen auch einfach nicht Teil einer Welt sein, die sie abgeschrieben hat. Weil es gibt so evakuierte Orte. Und die Menschheit denkt, dass die Regierung die Menschen wirklich evakuiert haben. Aber nein! Nein, die haben die Menschen einfach da gelassen und haben so die Menschen ihrem Schicksal überlassen. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, das können sie doch nicht machen. Und Luke hat diesen Menschen geholfen und dort bringt er auch die nicht registrierten Lux hin. Und ich habe mir so gedacht, Luke, du hast so ein großes Herz. Dieser Typ hat so ein großes Herz. Er tut zwar immer so, als hätte er es nicht, aber er hat so ein großes Herz. Und dann sagt Damon noch was. Wir wollen schließlich nicht ewig im Verborgenen leben. Die Stadt ist nicht nur ein sicherer Ort für alle Vergessen und Gejagten. Es ist auch der Geburtsort der Widerstandsbewegung. Und ich habe so gedacht, oh mein Gott. Und auf Seite 502 und dann trat ich Hand in Hand mit Luke ins Unbekannte. Oh mein Gott, das ist so gut. Es ist einfach so gut geschrieben, dieses Buch. Es ist genial geschrieben. Und dann auf Seite 503 beginnt der Squad-Moment, auf den ich gewartet habe. Seit Revenge warte ich auf diesen Squad-Moment, weil Damon verschwindet in der Dunkelheit. Und dann hört man einfach, wie geht es dir? Fühlst du dich gut? Gab es ja auch keine Probleme? Wie? Alles wunderbar. Besonders jetzt, wir haben dich vermisst. Oh mein Gott, Damon trifft auf Katie. Und ich habe mir so gedacht, ja, das ist wie Weihnachten und Geburtstag und Ostern zusammen. Und Archer trifft auf Dee und er wirft sie sich gleich über die Schultern. Und Dawson trifft auf Beth. Und Ashley und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott. Und dann kommt Katie und sagt, heilige Alien-Babys, ist das etwa der Luke? Fliegende Schweine im Weltall, steht uns eine weitere Alien-Invasion bevor? Ja, ich bin's. Möchtest du Kat kennenlernen? Oh mein Gott, Kat ist schwanger. Kat ist schwanger. In dem Moment habe ich es wirklich so realisiert, dass Damon Vater wird und Kat Mutter wird. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann kommt Luke, bist du dir sicher, dass du keine Zwillinge bekommst? Himmel, beschwörst dich herauf, Luke. Für zwei zum Preis von einem bin ich nicht gerüstet. Damon aber sicher. Naja, allein bei der Vorstellung kriege ich ein Herz, Kasper. Krieg dich ein, Damon. Dir könnten auch Drillinge bevorstehen. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott. Am Schluss kriegen sie wirklich Drillinge. Ich liebe diesen Moment. Und dann kommt auch Ashley und sie sagt, Onkel Luke, Onkel Luke. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott. Und dann einfach, wie er mit Ashley umgeht. Wie geht es meiner liebsten Ashley? Ich bin doch deine einzige Ashley. Du wirst so schnell groß. Du bist ja fast schon so groß wie ich. Nein, bin ich nicht. Bist du wohl? Bin ich nicht. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott.
Ich lieb's, auf diesem Stuhl zu drehen. Ich sag's euch, da kann ich richtig ausrasten. Und dann denkt sich so Ivy, mein Herz, es verhielt sich echt merkwürdig, als ich Luke mit dem Mädchen sah. Immer wieder zog es sich zusammen und selbst wenn ich zurzeit nicht auch nur im Entferntesten an Nachwuchs dachte, ließ es mich doch alles andere als kalt. Und dann sagt so etwas, das habe ich mir so gedacht, ja, es sollte verboten sein, oder? Ein so heißer Kerl mit einem Kind. Ich liebe Ashley, ich liebe Luke, ich liebe diesen Squad-Moment, ich liebe einfach alles. Dann auf Seite 510. Damon, bring sie lieber schnell ins Bett, ehe sie das Kind noch vor unserer Nase kriegt und damit alle traumatisiert. Ich sorge mich nur um dich. Aber sicher doch. Wunderbar, Kerl und ich müssen ins Bett. Das will niemand wissen. Too much information. Ich habe sie so vermisst. In dem Moment habe ich gemerkt, dass ich die ganze Truppe einfach so dermaßen vermisst habe. Und dann auf Seite 513 ist etwas gekommen. Das hat mich so ein bisschen an die Wicked-Reihe erinnert, weil es heißt, er war Kent. Und in Kist, glaube ich, ist es einmal vorgekommen, er war Tink. Man muss diese Charaktere einfach so beschreiben und der andere weiß, was man meint. Und dann sind Luke und Ivy zusammen in einem Haus, in dieser Siedlung. Und dann kommt eine Szene. Ich habe mir so gedacht, oh mein Gott. Luke fordert Ivy nämlich zum Tanzen auf und zwar ohne Musik und so. Und dann sagt sie, aber wir haben keine Musik, wir machen unsere eigene. Das ist äußerst romantisch und charmant. Ziemlich kitschig, würde ich sagen. Kitschig ist gut. Ja, aber es kommt doch irgendwie aus dem Nichts. Das ist bei den besten Dingen meistens so. Tanz mit mir, Ivy! Oh mein Gott! Und dann denkt sie sich, er führte mich und ich blickte auf und fragte mich, ob es je eine Zeit gegeben hatte, in der ich nicht in ihn verliebt gewesen war. Und war es nicht verrückt? Ich war mir sicher, dass ich mich als Nadia in ihn verliebt hatte und nun als Ivy ging es mir genauso. Ich liebte ihn! Und dann auf Seite 520 sagt Luke etwas. Du hast gefragt, was sie als nächstes tun. Wir finden die Leute, die für all dies verantwortlich sind und dann legen wir ihre ganze Welt in Schutt und Asche. Nichts wird uns davon abhalten können. Oh mein Gott. Und dann am nächsten Morgen denkt man sich so, okay, der Moment ist gekommen. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben, ist gekommen. Auch Ivy denkt, dass der Moment gekommen ist. Luke denkt, dass der Moment gekommen ist. Und dann kommt Kat. Dann kommt Katie mit ihrem schwangeren Bauch und sagt, dass Sergeant oder Commander, ich weiß es nicht mehr, Eden mit ihnen sprechen will. Und dann reden sie mit diesem Sergeant. Ich nenne ihn jetzt einfach Sergeant. Ich glaube, er ist ein Commander, aber ich sage jetzt einfach Sergeant. Ich weiß es nicht. Und dann reden sie mit diesem Sergeant und er redet dann über Daedalus und so. Und er sagt, es geht nicht um die Weltherrschaft. Es geht um die Herrschaft über das Universum. Und ich habe mir so gedacht, okay, Größenwahn läuft bei euch, ne? Und wenn ich das richtig verstanden habe, Daedalus wollte halt so diese Seuche entwickeln, so die Menschen mit der Lux und Arum-DNA verschmelzen, weil diese Wesen sind unbesiegbar. Weder Obsidian noch Onyx noch irgendwas, auch diese speziellen Protonen, können ihnen irgendetwas antun. Und sie wollten zuerst die Menschheit gegen die Lux aufbringen, damit sie die restlichen Lux auch noch zerstören können und anhand von diesen mutierten Menschen wollen sie dann so die Herrschaft über alles übernehmen und ja, wir haben ja schon in der Lux-Reihe gemerkt, dass Daedalus so ein bisschen größenwahnsinnig ist, wie jetzt haben wir nochmal so einen Beweis, dass sie größenwahnsinnig sind. Und dann erzählt Eden auch noch, dass einfach alles geplant war. Es war einfach geplant, dass Luke sich in irgendjemanden verliebt, seit er abgehauen ist, war es geplant, dass er einen Menschen findet, für den er alles tun würde. Und es war einfach nur so Zufall sozusagen, so ein Glück für Daedalus, dass Ivy krank wurde, dass sie Krebs bekommen hat und somit konnten sie ihr all diese Serien verabreichen, damit sie dann irgendwann mutiert, damit sie zum Trojaner wird. Und ich saß einfach nur da und habe das gelesen und habe mir so gedacht, oh mein Gott, das war von Anfang an geplant. Und dann kommt's. Das Serum hat Fieber verursacht, aber nicht ihre Erinnerungen getilgt. Sylvia hat dich belogen. Dann wurde mit Hilfe der Cassiopeia-Welle dein Kurz- und dein Langzeitgedächtnis ausgelöscht, erklärte er. Und in dem Moment wusste ich, wenn Mom diese Frau nicht gestorben wäre, hätte Luke sie gejagt und sie umgebracht. Nicht das Fieber hat ihre Erinnerungen gelöscht, sondern ein Serum. Und Sylvia hat ihr dieses Serum gegeben. Und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott. Und das sind 541, oh mein Gott. Dafür müsst ihr jetzt wissen, wie diese Bücher auf Englisch heißen. Und zwar hätten wir hier zum einen The Darkest Star und The Burning Shadow. Merkt euch, The Darkest Star, The Burning Shadow. Nein, du bist der brennende Schatten und er ist der dunkelste Stern und zusammen werdet ihr die hellste Nacht hervorbringen. Ratet mal, wie der dritte Teil auf Englisch heißt. The Brightest Night. The Darkest Star, The Burning Shadow, The Brightest Night. Diese Titel sind einfach so dermaßen genial. Und als ich das gelesen habe, ich habe so gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe keinerlei Theorien, okay? Ich habe keine Theorie, was jetzt die hellste Nacht ist oder so. Aber als ich das gelesen habe, ich habe so gedacht, oh mein Gott. Ich habe einer Freundin, die dieses Buch ebenfalls gelesen hat, eine Sprachnotiz geschickt. Und ich spiele die euch jetzt einfach mal ab. Ja, mit deiner
meine Sprachnotizen alle nachher an, aber ich bin jetzt gerade auf Seite 541 und ich habe eine Theorie. Ich habe die letzte Seite noch nicht gelesen. Ich habe eine Theorie und ich muss dir was vorlesen. Und zwar, warte, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es jetzt? Ah, nein, du bist der brennende Schatten und er ist der dunkelste Stern und zusammen werdet ihr die hellste Nacht hervorbringen. Du weißt doch, wie der dritte Teil heißt, oder? The Brightest Night. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sag's dir. Scheiße, Mann. Die Titel sind so gut. Die Titel sind so gut. Und ich habe eine Theorie. Und es wird ja die ganze Zeit gesagt, dass Evie auf eine Person programmiert wurde. Oh mein Gott, Mann. Das, ich habe die letzte Seite nicht gelesen, aber ich habe die Theorie, dass es Jason Dasher ist. Dasher, einfach Jason Dasher. Weil ihre Mutter Sylvia hat ihn ja anscheinend umgebracht, aber Sylvia hat sie ja die ganze Zeit belogen. Die ganze Zeit belogen. Und was ist, wenn sie Jason Dasher gar nicht umgebracht hat? Weil Evie hat die ganze Zeit gedacht, dass sie die Stimme erkannt hat. Und, oh mein Gott. Okay, okay, ich lasse es jetzt einfach laufen hier und werde die letzte Seite lesen. Ich drehe die Seite um. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich wusste! Scheiße! Nein, das kann nicht sein! Dasher, sagte Ethan und schwang den Arm schneller zurück, als man es ihm in seinem Alter zugetraut hätte. Die Flasche sauste durch den Raum und zerschmetterte an der Wand. Jason Dasher! Oh mein Gott! Das ist jetzt nicht wahr! Das ist jetzt nicht wahr! Ja, das war meine Reaktion, als ich die letzte Seite gelesen habe. Und ich bin immer noch so, Jason Dasher, heilige Scheiße, was läuft hier? Diese Reihe wird ja, glaube ich, insgesamt 5 oder 6 Bücher haben. Stellt euch vor, wenn im zweiten Teil die ganze Sache schon so dermaßen den Bach runtergeht, was wird wohl in den nächsten Teilen passieren? Ich sag's euch, meine Kamera hat mich nicht gerne. Sie ist nämlich schon wieder gestorben hier. Ich wollte eigentlich nur noch kurz was sagen und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich glaube, ich war beim Ende und dass ich geschockt war von diesem Ende und dass ich jetzt den nächsten Teil brauche. Und es sollen 5 oder 6 Teile werden. Oh mein Gott, das wird noch so lange gehen, bis diese Reihe beendet ist, aber ich bin sowas von bereit. Ich bin sowas von bereit, noch mehr von Luke und von Evie zu sehen und der Squad ist ja jetzt wieder vereint. Das heißt, in den nächsten Teilen wird es ja wahrscheinlich noch mehr Squad-Momente geben und oh mein Gott, ich bin sowas von bereit. Ich bin sowas von bereit dafür. Ich bin sowas von bereit dafür. Oh mein Gott. Und Rebellion ist für mich eines der besten Bücher, die Jennifer Armstrong je geschrieben hat. Das war mein Read With Me zu Rebellion von Jennifer Armstrong. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr dieses Buch fandet und ob ihr genauso geschockt wart wie ich am Ende. Ich hoffe, jedes Mal euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!